Maul direkt ins Auchi. Ah, das habe ich nicht kommen sehen. Hi, herzlich willkommen zu Resident Evil 4 und damit im Schocktober. Zeit für etwas Kultur, Kettensägenkultur mit dem DLC Separate Ways. Und wir legen einfach mal direkt los. Ne? Why not? Why not Ada? Die ewig auftauchende und für immer mysteriös bleibende Frau mit den unpassenden Klamotten. Entweder sind sie zu eng oder sie sind zu festlich, weil sie gerade wieder von irgendeinem... Und sie hat ja nichts anderes zum Anziehen gehabt, deswegen trägt sie ein Kleid. Hier trägt sie jetzt aber endlich mal normale Klamotten. Hier, da sehen wir es endlich mal. Aber es ist auch schon wieder ein bisschen eng. Eigentlich hat sie einen roten Woll, ein kurzes rotes und Porno-Schuhe an. Also ich weiß nicht. Naja, gut. So, ist ja egal, muss sie wissen. Aber das ist auch interessant, weil sie ist schon sehr kompetent in allem, was sie macht. Aber sie wäre noch kompetenter, wenn sie normale Klamotten anhätte. Deswegen sei froh, wenn du sie siehst im Frack oder in einem Clownskostüm, weil dann weißt du, okay, ich kann vielleicht entkommen. So, außerdem hat sie immer wo ist hier der Raketenwerfer? Immer hat sie einen Raketenwerfer dabei. Naja, deal with it. Ist doch gut. So, Veteran, wäre natürlich eine geile Idee. Machen wir. Machen wir. Ich höre schon auf. Der nächste Tanz gehört wohl mir. Ein Hater, sei wie... So beendet man doch keinen Tanz. Ada. Die richtigen, hoffe ich. Perfektes Timing, Ada. Du weißt, ich lass mich nicht gern bedrängen. Und ja... Genau richtig. Diese Mönche haben mir mein gesamtes Zeug abgenommen. Auch den Bernstein? Nein. Der ist an einem sicheren Ort versteckt. In meinem Arsch. Dann führ mich hin. Wir sind schon da. Mit Vergnügen. Okay, komm. Ey, und scheiß, kurzen Moment dachte ich, fuck, hast du dir das richtige Spiel runtergeladen? Hast du eins von diesen Pornospielen runtergeladen? Aber dort ist er sicher. Vergiss nicht. Kein Bernstein, kein Deal. Ich weiß, ich weiß. Das wüsste ich auch gern. Herzlich willkommen zu zum DLC für Resident Evil 4. Wir spielen Ada. Wir werden eine Menge Möglichkeiten finden, ihr auf den Hintern zu glotzen. Sie hat zum Glück was sehr Körperenges an. Er aber auch. Also wir, nur mal so hier. Da gibt's für alle was, ne? Wink, oink, oink. Also da guckt man hier, aber da ist mir ein bisschen wenig Brusthaar. Ich finde ja, dem Mann muss etwas Brusthaar angetexturiert werden. Vielleicht findet da jemand von euch eine Mod. Lasst alles so, macht ihm nur so einen richtigen Busch, der rauskommt, der auch so speziell haaranimiert ist. Ich habe übrigens, jetzt ernsthaft, für die, die es interessiert, diese Haaranimation komplett auf voll gestellt. Also,
man sieht angeblich jetzt so ein bisschen mehr so die einzelnen Strähnen und die bewegen sich auch individuell voneinander. Bei ihr allerdings nichts wegen dem Haarspray, nehme ich an. Aber es ist cool, dass man das einen ausstellen kann. Und ich liebe es jetzt schon, dass sie diese Uzi hat. Okay, ich mache zwischendurch natürlich immer aus. Sie suchen nach uns, das ging schnell. Aber wir umgehen sie, okay? Alles klar. Und hoch mit dir. Und hoch mit mir. Alter, der Krabbenhandmann. Das ist der Krabbenmann. Helmut, der Hummer. Wir treffen uns später. Nein. Sorry, aber ich lass doch eine Lady nicht allein. Oh, es geht direkt los. Triff mich bei der Kirche. Lass es kein Begräbnis werden. Ja, Mann. Kick, Schuss. It's all in your mind. Ey, aber das ist ja wie Dark Souls. Ein kleiner Kratzer. Genau auch an der richtigen Schulter. Okay, rennen. Ich muss erstmal wieder, ich muss wirklich erstmal in die Steuerung reinkommen. Wir haben natürlich es eben gelernt, aber ich habe Resident Evil auch schon eine Weile nicht mehr gespielt und bin total noch im Lies of P. Okay, das ist kein, es gibt kein Rollen hier. Okay, oh, ich will rollen. So. Nee, das bringt nichts. Ich muss irgendwie den weichen Punkt treffen oder so. Kann ich das hier umhauen? Nee, X bringt nix. Ah. So, wir müssen erstmal reinkommen. Tut mir leid, wenn ich jetzt eine Minute brauche, aber ich will unbedingt wissen, was ist in der Vase. Okay, Schießpulver. Als ob ich mir hier jetzt auf die Schnelle was zusammenmixe. Ich spiele auch auf Veteranen, muss ich dazu sagen. Das war vielleicht eine dumme Entscheidung, aber sobald ich weiß, wie man den hier killt, kann ich jederzeit das wiederholen. Was ist hier los? Was? Hä? Was ist jetzt? Ja, genau. Okay, man kann ja. Okay, man muss die gar nicht killen. Autsch! Autschi! Autschi! Ich verstehe. Man kann nichts trauen. Vielleicht haben die auch gerade so einen Realm geöffnet für mich. Das sind zu viele. Ich meine, das ist. Die wollen nicht von mir, dass ich die anballer, oder? Ich probier's mal. Oh ja, okay. Ich verstehe. Ah! Alter. Irgendeiner in der... Oh, ich mach mal hier Ding an. Irgendeiner in der... Bei der Entwicklungsfirma, die die ganzen Resident Evil-Spiele oder die meisten, sagen wir mal, gemacht haben, die haben irgendein Problem mit Armen. Weil in allen Spielen, das ist wirklich das Meme schlechthin, der nimm's doch. Ich kann's scheinbar nicht nehmen. Das ist echt lächerlich. Als wär's nicht in der Welt so. Ich kann's nicht nehmen. Doch, mit A. Es wird nur falsch angezeigt. Stimmt, ich habe ja auch die ganzen Sachen schon... Die haben irgendein Problem mit Armen, weil es ist der Nemesis. Seit dem Nemesis ist es immer irgendwie Armmaterial, an dem rumexperimentiert wird. Am Ende haben sie immer alle eine Kralle. So, ich bin ja gleich soweit. Ich will erstmal alles einsammeln. Und mutieren von einer Seite ihres Körpers heraus. Es ist, als wollten die Entwickler unbewusst die Armakzeptanz, die Einarmakzeptanz erhöhen. Oh, zum Glück habe ich so ein Ding noch. Alter. So, jetzt nehme ich mal das. Die gute Knarre. Wobei das vielleicht erst gut ist, wenn ich weiß, welcher der richtige ist, ne? Nee, ich warte erst nochmal. Ah, okay, das ist der richtige. Ah, da
Da torkelt man echt so vom einen zum anderen, ne? Kann ich noch hauen, kicken, irgendwas? Ich kann einmal zuhauen, okay. Mit dem Messer. Sehr gut. Einmal schlitzen. All you can schlitz. Okay, welcher ist der richtige? Ja, er wieder. Der Krabbenmann. Warum hältst du denn so viel aus, Digga? Ja, okay. Ja, Shadow Zoidberg ist weg. Symmetrische Mutation ist ein erklärtes Ziel von Umbrella. Komm ja nicht wieder. Das und Kampfdaten. Kein Abendkleid, worst Resident Evil ever. Da sind die Hardcore, sowohl die Prothesen-Nerds als auch die Hardcore-Umbrella-Fans hier am Start. Passt natürlich gut, vielleicht hätte ich doch die Atemmaske anziehen sollen. Ich muss zugeben, wenn ich es mit Umbrella zu tun hätte, würde ich definitiv nur zur Sicherheit auch eine Atemmaske einfach immer dabei haben. Aber das wäre dann keine FFP2. Oh, Moment. Hier waren ja noch Items, ne? Die habe ich ja jetzt gar nicht einsammeln können, denke ich mal. Wo ist der Bikini-Skin? Ne, ich habe Angst, dass es Ärger gibt. Ey, das ist so weird, weil sie zeigen wirklich X an. Danke, Leute. Ihr seid, wie immer, mein Gehirn. Und ich bin auch beeindruckt, dass das Spiel das anbietet. So, jetzt passt das besser. Sonst wäre das bei manchen QTEs noch ein echtes Problem geworden. Wie immer suchen wir alles einmal ab. Sonst kommen wir ins Grab. Ihr könnt euch natürlich gerne meine großartigen Reime merken für eure eigenen Probleme. So kleine Live-Pro-Tipps. Sowas wie Banjo, Geige, Trommel und Klavier. Trommel und Klavier. Also das kriegt ihr wahrscheinlich nie wieder aus eurem Kopf, wenn ihr es einmal richtig gehört habt. Nicht diese Version jetzt hier. Aber ich kann leider nichts dafür. Ich muss das so machen. Ich habe das Tourette-Syndrom. Hat der Arzt gesagt. Wo soll ich denn lang gehen? Oben oder unten? Ich meine, beides geht auf. Gucken wir mal. Falsche Richtung. Ja, nee, falsche Richtung. Muss immer das letzte Wort haben. Dafür richte ich jetzt die Kamera so aus, dass man oben die Decke sehen kann, weil das sieht sehr schön aus. Geige, Banjo, Trommel und Klavier. Trommel und Klavier. Zentrale, kommen. Luis hat den Bernstein versteckt. Er geht ihn jetzt holen. Zentrale, hört ihr mich? Ich höre dich. Also? Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten. Und? Wie lautet die Lösung? Es ist immer der Virus. Luis ist bereits auf dem Weg zur Kirche. Ich überwache sein Signal. Sehr gut. Dann verschwinde von dort. Okay. Ich muss nur noch rausfinden, wie. Er hat im dunklen Raum eine Sonnenbrille auf. Und alle Bildschirme wahrscheinlich voll Gamma aufgedreht, damit er was sieht. Warum? Ihn sieht doch noch nicht mal einer da. Er könnte einfach alleine sein. Er könnte einfach alleine sitzen ohne Brille. Ich verstehe es einfach nicht. So, das sind natürlich die Location, die man schon kennt. Aber eben aus anderer Sicht. Du hast die Ausrüstung. Geil, endlich mal von der Seite. Bin sehr gespannt, wie sich diese Ada-Komponente gleich noch zeigt. Natürlich ist es auch interessant für die Story. Ich mache mich ja auch nur ein bisschen lustig, weil es ist halt Resident Evil. Es ist schon ein bisschen doof auch. Ne? Man darf es nicht allzu ernst nehmen. Aber es interessiert mich innerhalb seiner Welt schon, was da passiert. Auf jeden Fall. Was da wohl ist? Ah, die ganzen gelben Kisten. Ob eigentlich George McCrae zwischen Ada, die alles kaputt haut, und Leon, der dann wieder alles kaputt haut, nochmal neue Kisten aufstellt, als Teil seines so ein Kisten-Abo? Mit Drohne wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, was ich noch machen kann. Habe ich alles, ne? Ja. Und vergiss nicht, der Bernstein hat bei dieser Mission oberste Priorität. Hol ihn und bring ihn zu mir. Keine Umwege. Verstanden. Aber ein bisschen Sightseeing wird doch erlaubt sein. Erstmal danke, Bucky Matt, für deinen Raid. Und das ist tatsächlich eine gute Fragestellung. Das ist jetzt eine ernst gemeinte gute Fragestellung aus dem Chat. Und zwar meinte gerade jemand, dass er... Also es klang, als wäre das Teil seiner Geschichte, dass er lichtempfindlich ist. Das wiederum, das wäre so vielleicht, ich weiß nicht, bei Heino war es anders. Ne? Der war nicht lichtempfindlich, sondern
der hatte irgendeine Condition mit seinen Augen und das hätte seinem Erfolg geschadet oder so, glaube ich. Aber vielleicht ist es auch Lichtempfindlichkeit. Aber Hannelore Kohl hatte ja auch so eine Lichtallergie. Also es gibt diese Sachen, ja. Und es kann sein. Es kann sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich wollte es nur mal kurz reinhauen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Oh, deswegen ist Ada die Allercoolste. Und das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, weil sie ist halt Resident Evil cool. Sie ist dann cool, wenn man sie gerade braucht. Und jetzt, da man sie spielt, ist sie halt perma-cool. Also es gibt keine uncoole Ada. Die kackt auch nicht. Die macht ab und zu, macht das Pling und dann siehst du da unten so einen kleinen Diamanten. Und dann hat sie so ein verstecktes Armring, wo sie dann die kleinen Kackdiamanten so einmal in 10 Jahren rausholt. Nee, die fallen, wie gesagt, raus. Wie wenn du eine Waffe irgendwie hast, eine Kugel im Kopf, und dann wird die irgendwann so rausgedrückt. Und bei ihr, plonk, hat sie da so einen ganzen Arm, so alt wie sie ist, hat sie dann hier so Diamanten. Das ist auch Teil der Story. Ich weiß, klingt irre, ist aber wirklich wahr. Ich würde euch jetzt hier auch nicht verarschen. Seilpistolenangriff. Oh, shit. Ja, das meine ich, ne? Sie ist immer cool. Der Nächste wird angeseilt. Das wird mir zu heiß. Ich muss die Katapulte ausschalten. Ihm auch. Jetzt gerade spiele ich natürlich übrigens mit Pat. Einfach, weil ich das angenehmer finde für die Zuschauer. Vielleicht werde ich später, wenn es hart wird, Spielerveteran, was mir gerade wieder bewusst wird. Ah, nee. Ich muss abwarten, ich muss wegrennen, nee, das war dumm. Ich muss wirklich erstmal raffen, wie es auf diesem Modus jetzt geht, wie schwer es wird eigentlich. Ich habe das Gefühl, bin da einfach so rein getorkelt in Veteran, ohne wirklich drüber nachzudenken, ob das eine gute Sache ist. So, ich wechsle mal jetzt auf die Maus und sobald wir uns wieder umgucken können, dann machen wir es anders. Aber jetzt brauche ich vielleicht erstmal die Maus. Und vor allen Dingen brauche ich ein bisschen Energie, um ehrlich zu sein. Habe ich immer noch mehr Energie, ne? Oder habe ich voll? Ich weiß es gerade nicht. Das Rad sah so aus, als geht da noch einiges. So, jetzt kommen die. Okay, ist klar. Aber ich gehe schon mal nach unten. Oh, das Pad vibriert. Ich muss die Katapulte ausschalten. Ich will erstmal gucken, ob ich hier runter kann und da unten in Ruhe mir die wegpflücken kann. Aber sie kommen von allen Seiten. Nee, das ist keine gute Idee. Das will ich. Genau, auf sowas habe ich gewartet. Shift. Ja. Okay, nice. Ja, nicht so nice. Jetzt werde ich hier oben geschossen. Ihr hört vielleicht das Pad vibrieren. Okay. Ich muss das Pad mal kurz irgendwie ausmachen. So, Pad ist aus. So. Hören Sie auf. Ey, ich muss übrigens mal meine Maus neu justieren. Irgendwas ist da komisch. Also das war schon immer so. Ich habe die nie so richtig justiert. Die ist immer so ein bisschen zu zuckelig und zu undefiniert in der... Wie nennt man das? Wenn es um die Details geht, wenn es um die kleinen Sachen geht, so die kleinen Steuerungen. Irgendwas ist da nicht so doll. Ich wette, da könnte man noch mehr machen. Denke ich mir schon so lange, wenn ich damit spiele irgendwie. Ich bin halt echt kein nicht so der typische Maus-Dude. Oh, das war sehr, sehr dumm. Ich muss unbedingt schnell was schlucken. Aber das geht nicht, während ich hier angeballert werde. So, das Ding hier ist Blendgranate. Vielleicht sollte ich das mal nutzen. Muni habe ich nur noch für die Pistole. Schnellzugriff. Wo ist es denn nochmal? Auf der... Oben, okay, auf der 1. Und das Ding könnte man jetzt aber auch mal schnell ausrüsten. Ne? Eine Granate wäre für die beiden gar nicht so falsch. Dafür hat sie die ja. Shit, ich würde euch gern zusammen haben. Euch alle. Oh, da kommen sogar noch mehr, als ich dachte. Nee, ich brenne. Ah, jetzt ist es aber so weit. Nein. Ah, ich habe sie alle erwischt. Seht ihr es? Das war eine geile Nummer. Ich habe es nur ein bisschen verkackt. Aber das war gut. DPI ist zu hoch. DPI ist zu hoch. Wo stelle ich die denn um? Also, mache ich das im Windows wahrscheinlich, ne? Nicht hier. So, aber es ist eindeutig noch ein bisschen zu zuckelig, wie ihr seht. Ich könnte das viel besser, wenn das nicht so mega hektisch wäre.
Okay, jetzt machen wir was anderes von hinten. Messer. Messer rein, Gedärme raus. Wir gehen jetzt mal Ada-mäßig vor. Die ist ja nicht so ein Hau drauf. Und ich glaube, dass die auch keinen Alarm schlagen, wenn die Leichen finden. Ja, warum hat sie keinen Schalldämpfer? Das muss man schon fragen. Kein Abendkleid, kein Schalldämpfer. So, wenn mir jetzt noch einer sagen könnte, wie man in die Hocke geht, nachdem ich das ja die ganze Zeit gemacht habe, frage ich mich jetzt, wie geht's? Woran hat's hier Lesion? E. Okay, E. Oh nein, hoffentlich sieht er mich nicht. Er ist halt einfach mega, mega blöd. Das wird sein Ende sein. Ha! Oh Mann, so gefällt mir das ganz gut. Ich mag die Idee, hier mal nur so rumzusneaken. Das habe ich ja sonst auch gerne gemacht. Und das sollte man vielleicht hier auch mal mehr machen. Hören die das? Nee. Hast du zufällig zwei kleine... Ah, vielleicht, ich mach das mal. Ich stell mal gerade die DPI runter. Danke, Leute. Ihr seid wirklich, das ist so Manchett, ne? Das ist Manchett, da hast du mal ein Problem. Da bist du vielleicht einfach mal ein bisschen doof, obwohl du früher bei Giga im Help-Bereich gearbeitet hast. Help-Bereich hieß ja damals, hilf mir. Diesem Mann muss geholfen werden, war so das Thema. Es war so ein Selbst, so ein Entwicklungsprojekt, so ein bisschen. Vierte Hilfe, nannten wir es. Okay. So, wir gehen jetzt hier weiter und ballern alles weg und haben dafür auch eine hektische Maus, die jetzt aber auch filigran sein kann. Wie eure Freundin oder der Freund oder das Tier. Okay. Ist natürlich für meinen Geschmack immer noch zu hektisch. Aber wenn wir die einzelnen wegpflücken, ist das ganz gut. Da wäre noch was. Oh, die sehen mich bestimmt. Wenn ich da jetzt... Wenn ich die da drüben mache, sehen die mich. Das glaube ich schon. Ich mag übrigens auch, wie ihr auch, die Musik. Es ist so Bond-mäßig, ne? Ich bin mal ein bisschen ruhig und gebe euch mal so ein Atmo-Ding. Ich hoffe, es wird nicht zu laut gleich. Ah, Shift. Ob ich das schaffe? Ob ich das schaffe? Ob ich das schaffe? Dreh dich nicht um! Aber da waren doch eben zwei, hätte ich jetzt gedacht. Zwei auf einmal. Okay, Ada ist wie immer die Allergeilste und die Coolste und wird sich irgendwann auf meine vielen E-Mails schon noch melden. Kann ich jetzt da auch runter? Ich könnte. Wenn ich könnte. Ja, also das Schöne ist ja, dass man diese Location natürlich noch kennt. Man kommt ja bei Resident Evil dann irgendwann ins Schloss und dann ist das ein Teil des Bereichs. Das heißt, so ein bisschen kennt man auch noch die Architektur. Hier zum Beispiel könnte ich hochklettern. Hier müsste links eigentlich, ja genau, auf dem Weg sein, eine Tür. Aber man kann halt einfach mal ganz anders hier an die Architektur rangehen, weil man auch diesen Grabschaken hat. Und alle Kisten kann man weghauen. Wäre natürlich schon cool, wenn man die irgendwie so kombinieren könnte, die beiden Spiele, dass wenn man vorher Ada spielt, dass dann im Main Game entweder andere Sachen da sind, vielleicht sogar bessere, aber eben andere und dann, oder gar keine. Also, ich meine, es geht natürlich nicht. Aber so gerade so das Minimalistischste, was man sich vorstellen kann. Gerade so viel Seil, um sich einen Strick draus zu drehen. Oh!
Das ist doch, also nur wirklich jetzt mal ernsthaft, Leute, das ist doch kein Zufall hier. Das Spiel reagiert doch offensichtlich auf meinen Stream. Das wäre übrigens cool. Das wird es irgendwann für Streamer geben, bin ich mir absolut sicher. Simon approved, Stempel der Sicherheit, dass es irgendwann, ja, sowas gibt wie irgendwelche Spielemodule, Add-ons, Sachen, die man als Streamer bekommt oder vielleicht wie heute Drops, die dann auf einzelne Elemente des Streamens reagieren. Also auf die Art, wie man spielt vielleicht oder die Community oder eben auch typische Dinge, die der Streamer normalerweise macht oder auch Sachen, die er live sagt. Alles für mich theoretisch möglich. Man muss nur lange genug zurückgehen. Weit nach vorne gehen, meine ich, in der Zukunft. In die Zukunft. So. Ja, das haben wir alles. Ich hab Kistensucht. Es tut mir leid. George McCrateritis. Geht nicht auf. Dann müssen wir einmal... Nee, wenn wir jetzt da unten lang gehen, kommen wir ja wieder zur Leiter. Aber jetzt müssten ja auch alle weg sein. Da sind noch zwei. Shit, das war ganz schön knapp gerade. Ich will ja eigentlich schleichen. Schleiche McGleisenfuß. Die ganzen Fußfetischisten unter euch sind natürlich jetzt... Oh ja, ey, da zeig mal deine Füße. Zeig mal deine Füße. Gibt's eine Mod, wo sie keine Schuhe trägt oder auch keine Socken? Oder vielleicht gibt's auch eine Mod, wo sie ein einziger Fuß ist mit fünf großen Onkeln. Fünf große Onkel-Skin. Hier könnt ihr wieder ein bisschen Geld verdienen, wenn ihr Bock habt, mal so ein Skin zu machen. Wer möchte nicht mit einem 2 Meter großen weiblichen Fuß spielen? Oder etwas, wo sie nur Socken trägt. Alles, Socken am Arm, Socken am Kopf. Sie hat so eine Socke auf. Links, rechts, also sie hat offensichtlich, also vielleicht auch kriegt sie welche für die Brüste, damit das okay ist. Aber auf jeden Fall kann sie nicht wie ein Mann eine Socke im Schritt tragen. Aber sie kann die Socken unten an den Füßen, an den Armen und über den Kopf tragen. Und die Brüste noch. Und dann ist das so. Weiß nicht genau, wo es hinführt, aber ich kann ja auf jeden Fall sagen, was ich jetzt hier mache, runterspringen. Ah, dafür sind natürlich diese Knieschoner wahrscheinlich vorne drin. Vielleicht hat sie auch so Hydro, so ein Anzug an. Ihr wisst schon, was ich meine. Wie Elysium, ne? So ein krassen Muskelaugmentierungsanzug. Ah, das tut fast ein bisschen weh, das zu hören. Exoskelett, das war das Wort, was mir nicht einfiel. Das erinnert mich gerade an eine Szene, die ihr demnächst sehen werdet bei Spiele mit Bart. Lief ja gerade eben die aktuellste Folge. Ich glaube Folge 5 und Folge 6, wenn ich mich nicht täusche, hat auch hier so ein Objekt. Ich sage jetzt auch nicht, in welchem Raum wir es finden, aber es ist ein Raum, in dem wir lange verschlossen war. Und es ist einfach wahnsinnig lustig, dieses Instrument da zu finden. Weil, also bei diesem Spiel würde ich sagen, es ist eher links und rechts ein Ei und in der Mitte einfach, ihr wisst schon. Und jetzt seitdem wir das bei Spielen mit Bart da gesehen haben, kann ich das nicht mehr anders wahrnehmen. Ich kann es nur noch so wahrnehmen. Naja, wenn ihr das sehen wollt, geht auf Spiele mit Bart Harvester. Auf YouTube natürlich. Geil, ein Zielfernrohr. Und eine Zielwaffe. Gut. Das ist ja wohl nice. Nehmen wir direkt mal mit. Ach nee, komm. Vielleicht erstmal hier nicht. Genau mein Kaliber. Ich kann das Ding... Ah, ich kann es abschießen. Genau, abbrennen. Und damit den Alarm aktivieren. Wird mir zu heiß. Ich muss die Katapulte ausschalten. Ich bin an 2 Schätzen vorbeigelaufen. Danke. Die werde ich natürlich noch einsacken. Frage ist nur, wo waren sie? Ich geh erstmal hier hoch. Oh, da kann ich mal was machen schnell. Ups. So. Einmal kurz was zusammenbrauen und natürlich direkt reinhauen. Nee. Moment.
Was war denn das gerade? Gibt's da, hat sie einen Koffer? Naja gut, egal. Keine Zeit. Ich will das gerne hier genau dran machen. Jetzt ist es verlinkt. Was ist das nochmal? Ach, das zum Herstellen, ne? Okay, ja. Lass mal kurz gucken, ob ich nicht vielleicht hier ein bisschen Muni, wenn es jetzt losgeht. Viele habe ich erwischt, aber nicht alle. Könnte ich auch mal die Waffe noch ändern. Da, genau. Was haben wir denn? MP-Munition habe ich... Ja. Das ist erstmal richtig, würde ich sagen. Und Pistolenmunition, ja, mit dem Rest machen wir. Okay. Das Ding nachladen müssen wir gleich auch. Schießen die auf mich? Aber okay, sie erwischen mich aber nicht. Und jetzt da runter, oder? Oh, das wäre so cool gewesen. Aber gut, du bist eh schon tot. Na, kommt noch einer von euch? Du kommst auch. Ich hab dir unter den Rock gesehen, mein Herr. Oder Dame, das ist hier so schwer zu sagen. Nee, ist ein Kerl. Ah, die habe ich ihm schön die Haare gefärbt. Mit dem eigenen Blute. Okay, da ist nichts mehr. Alter, Shift ist das hier. Welcher Schwierigkeitsgrad wurde genommen? Supra schwer. Supra. Oh nein, seht ihr? Das, oh Scheiß, ich war voll und jetzt bin ich leer. Das passiert nur bei Supra schwer. Schnell nachladen, in die andere Ecke gehen und wegballern, mein Freund. Nein, ist das so ein Ding? Nee. Oh, ich dachte, da kommt schon direkt der Next Level Matsch raus. Also, es ist schon schwerer, ne, als ich dachte bisher. Alleine, hektisch, ist das schon ein Problem. Also ihr meintet, dass ich hier noch an was vorbeigelaufen bin, weil die Schätze sind massivst wichtig. Die will ich auf gar keinen Fall. Hier ist irgendwas. Sagt mir mal, wenn ich noch irgendwas zerstören kann, was mir bisher verwehrt blieb. Ich gehe noch einmal alles durch. So, da. Ich laufe mal alles ab. Da rechts, rote Kiste. Ach, das Ding, was auch so wertvoll aussah. Okay, das ist nicht schlecht. Das muss ich mir natürlich erstmal merken noch. Das Ding. Ich dachte, ich hätte vorhin geguckt. Aber ja, geil. Ein eleganter Haarschmuck. Ja, sehr gut. Sehr teuer. Kann man gut was mitmachen. Aber dann wird hier... Ah, da ist einer. Der hat sicher auch noch was in der Tasche, ne? Peseten. Hier kann ich... Ah, hier war was, ne? Au! Oh! Direkt ins... Auchi! Ah, das habe ich nicht kommen sehen. Okay. Und wieder von vorne, ne? Habe ich aber vielleicht auch verdient. Hätte ich vielleicht einfach anders machen müssen. Vielleicht hätte ich auch speichern müssen. Kann man speichern? Nee, ich kann nicht einfach hier speichern. Nee. Das ist Resident Evil, ne? Das geht hier nicht einfach so. Aber das ist schon okay. Wir machen das schnell. Ich mach's mal mit dem Controller. Ich mach's mal mit dem Controller. Okay, hinhocken war nochmal... Nee. Nix davon. Da. Okay, B. Messer, da kommt das Messer in deinen Hals. Messer, da kommt das Messer in deinen Hals. Kann ich hier einfach springen? Ja, okay, kann ich. Ich habe übrigens heute, für die, die es interessiert, meine kompletten... Meine erste Spieleliste für den Schocktober released auf Twitch.
Und da könnt ihr gerne mal gucken. Ist natürlich, ich finde die Formatierung immer noch ganz, ganz, ganz furchtbar von Twitch. Ich verstehe nicht, warum sie das so machen. Okay, da muss ich warten, da warte ich ab. Da werde ich erstmal nicht hingehen, bevor ich alles erledigt habe, so an Leuten. Das wäre ja dumm. Aber gehe ich jetzt erstmal da lang. Und die werde ich hier auch erwischen. Also ihr könnt euch gerne mal die Liste angucken. Scheiße. Ah, okay, jetzt werde ich sterben. Das war dumm. Aber dann ist vielleicht auch mal wieder ganz gut. Dann können wir einmal schauen, wie ich mich hier mit dem Controller schlage und auf Hardcore. Aber ich erwarte nicht, dass ich jetzt überlebe. Ah, du auch nicht, ne? Wie schnell war der hinter mir? Ist der, muss von oben irgendwo runtergefallen sein. Aus Versehen. Er hat einfach nur Glück gehabt. Und wird weiter. Also, die ganzen Spiele, 31 an der Zahl, sind auf meinem Plan. Aber ich habe hier nochmal eine Liste mit ungefähr 30 anderen, die ich vielleicht einschiebe noch hier und da, spontan. Und sicher werden auch nicht alle Tage hundertprozentig so laufen, weil ich ja auch Molten Manor habe. Ich muss mal gucken, wie ich das mache, ob ich das machen kann aus Hamburg raus. Müssen wir mal schauen. So, jetzt aber lösen wir es. Und zwar richtig gut. Das habe ich jetzt mehrfach gesagt. Ich weiß, es ja auch liegt daran, dass ich gelogen habe meistens. Aber diesmal halte ich mich zurück. Mit allem, meine ich. Messer rein. Leben raus. Aus die Maus. Abgebranntes Haus. Der Messerklaus. Mordet im Messerhaus. Okay, da ist nichts. War mir gerade nicht sicher, wo die eigentlich genau sind. Da sind mindestens ein oder zwei. Ich will natürlich nicht direkt reinrennen. Da ist doch jemand. Eindeutig. Das ist der Typ da links unten wahrscheinlich. So, diese Ebene haben wir. Dann machen wir erstmal den jetzt. Du sagst, die hören dich nicht, selbst wenn ich renne. Wir werden es gleich mal ausprobieren. Beim letzten. Beim allerletzten der Leute, bevor wir eben dann eh loslegen mit dem Alarm. Werden wir es mal ausprobieren. Weil, ich meine, wir beide wissen, wir beide, du und ich, ne? Werden es schon irgendwie noch erfahren und ich möchte auch nicht riskieren, dass wir uns irren. Also es ist schon okay mit Controller. Ich habe am Anfang gedacht, ah, das ist dann vielleicht zu, wird zu schwierig. So, ich mache jetzt mal ohne in der Hocke. Hier sind wir ja fast am Ende schon. Geil. Also einfach nur von hinten ankommen. Vielleicht darf man nicht rennen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen das Ding. Oh, da ist noch eine rote Kiste. Ich hab's gesehen. Ich hab die rote Kiste gesehen. Da kann man nämlich noch was reinpacken, ne? Wie findest du denn das Remake mit Ada im Vergleich zum alten Teil? Naja, da kann ich noch zu wenig eigentlich drüber sagen, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt jetzt gerade 20 Minuten oder so im Spiel. Wie lang? 45 Minuten, okay. Es fühlt sich kürzer an, als es ist. Nö, ich finde es bisher toll. Ich mag eben diesen Greifhaken, aber das war ja klar. Ich mag, dass Ada einfach coole Ada ist. Ich mag diesen Meme-Faktor, den alle haben in dieser Resident Evil-Lore. Außer vielleicht ein paar von den Hauptcharakteren, aber die denken sich halt wahrscheinlich, ey, wo bin ich hier? Aber ja, genau das ist der Punkt in Resident Evil. Hier laufen solche Leute rum und irgendwelche parasitär befallenen Mönchleute mit Tentakeln in ihrem Innern halten Wache und halten eine Fackel in der Hand und tun so, als wären sie irgendwie noch normale Mönche irgendwie. Wie lange soll das Spiel gehen? 4 Stunden? Mit mir 6. Also wenn ich eins weiß, dann, dass es immer länger braucht als angezeigt. Ich bin bei Life of Pi, und das finde ich lustig, bin ich jetzt bei über 50 Stunden und laut How Long to Beat oder so, wie das heißt, was ja bei Xbox immer so eingeblendet wird, müsste ich längst
durch sein. Mit allem, 100%. Und das bin ich nicht. Also ich brauche immer ein bisschen länger, auch weil man natürlich so ein bisschen mehr quatscht, auch mal mehr zeigt, auch mal stehen bleibt, so, das ist natürlich klar. Wer ist dein Lieblings-Resident Evil-Charakter? Das ist eine gute Frage. Da habe ich, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich fand immer, glaube ich, den, ich fand den immer tragisch, das ist das Ding. Steve Burnside von, aus dem, sag ich mal, Spin-Off fürs Dreamcast Resident Evil Code Veronica, was ja jetzt dann auch ein Remake bekommt und auch später für die PlayStation 2 und so kam. Ah, ich kann ja auch so laufen. Ich finde übrigens, Steve Burnside ist irgendwie ein cooler Charakter. Der hat so ein tragisches Leben, ist quasi so eine Art gefangen auf so einer Insel, ne? Auf so einer Insel, wo sein Vater auch ist, und er muss in dem Fall später plötzlich mitkriegen, dass sein Vater eben einer der Zombies ist, und er verarbeitet dann auch das Ganze in Form von Doppel-Uzi in die Fresse rein und kickt ihn noch um. Also er hat auch so Vaterkomplexe, was ich nachvollziehen kann. Geht mir ähnlich. Und vor allen Dingen den Part, wo er ihn mit zwei Uzis in die Brust ballert, finde ich offen gesagt, hat mir damals immer sehr gefallen, weil der auch schön inszeniert war. Heute ist das alles ein bisschen cheesy, gebe ich auch zu. Damals war es aber wirklich top-notch, Quatsch und einfach cool. So, warte mal, ach nee, da waren wir eben. Ich denke, man muss hier noch runterkommen, aber das müssen wir nicht. Hier haben wir alles runtergesprungen, hier sind wir aber noch nicht, oder? Haben wir die auch? Ja, haben wir auch. Dann können wir jetzt den Shit lösen langsam. Oh, ich glaube, das geht aber auch hier runter zum Lösen. Ich möchte lösen! Genau mein Kumpel. So, und jetzt gehen wir mal den Weg zurück. Steve ist ein bisschen cringe heute. Absolut. Ich sag ja, es ist alles so ein bisschen. Die Katapulte ausschalten. So, hier gehen wir jetzt erstmal durch. Autschi, okay, dass ich jetzt direkt so ein Ding in die Fresse kriege, habe ich nicht erwartet, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass die gerade in Code Veronica Steve besser hinkriegen. Also ich glaube, dass die, wenn die dem so einen neuen Charakter und alles geben, dann wird der richtig cool. Shit, was mache ich hier, ne? Was mache ich hier? Ich habe immerhin 4 Gewehr, ja, okay. So, erstmal irgendwie in Deckung. Hier waren wir zwar schon, aber wir kennen das ja. Hier wird nämlich normalerweise ja auch schon geballert, direkt am Anfang. Und hier ist dann die Kanone und die müssen wir benutzen, oder? Ist das so? Oh Mann, ja, stimmt so. Hahaha, dem habe ich mal schön die Kugel gegönnt. Wie ist das denn nochmal chronologisch? Läuft das nicht eigentlich parallel zu den Geschehnissen von 4 und müssten die Kanonen dann nicht eigentlich weg sein? Aber ist jetzt auch nicht schlimm. Ich meine, es ist ja nur mal so eine Art von DLC-Spiel. Da muss das ja so unlogisch sein, fast schon. Aber ich frage mich gerade, ob das chronologisch vorher oder nachher spielt. Ja, das gönne ich mir leider nicht, den Kick. Schlechte Position zum Nachladen. Gar nicht gut. Ja, dann lad doch nach. Okay, Center Mass ist angesagt, würde ich sagen. Statt auf die Köpfe. Wobei, dafür habe ich wahrscheinlich nicht genug Muni, ne? Aber der hat ein Schild, also was soll's. Ja. Schade, ich dachte, Hocke bringt vielleicht was. Ah, sie hat einen extremen Radius. Das ist gut zu wissen. Ja, ich bin bei euch. Code Veronica hätte es echt mal verdient, aber es ist auch so, dass Code Veronica gemacht wird, oder? Ist das nicht sogar der Plan? Ist das nicht einer der Pläne? Shit. Von hier kriegen mich die Geschütze. Ah, nee, die habe ich ja gerade alle abgeballert. Ja, was? Ich muss wahrscheinlich noch irgendwas aufschießen. Vielleicht habe ich das ja auch schon. Sie hat ja gesagt, alles okay. Nee, erstmal nicht hoch. Wahrscheinlich muss ich unten
weiter, wo die Holzblockaden waren. Ja. Ist da noch was? Nee. Nee, wir gehen nicht so schnell, nicht so voreilig. Eine Frau mag Rubine. Übrigens, jetzt mal ernsthaft, weil ich gerade darüber nachdachte, eigentlich hätte es auch sagen können, meine Frau mag Rubine, weil heutzutage wäre sie halt wahrscheinlich einfach lesbisch, ne? In der heutigen Zeit, wenn du Ada nochmal neu erfinden würdest, wobei ich mir sicher bin, diese Ada, die ist King XXL. Die hat alles schon gesehen. Die hat sämtliche Lederkleidung, die sie braucht, um überall reinzukommen. Selbst beim Militärmaskenball oder so kommt sie rein. Und die hat einiges schon gesehen. Ich würde die eher als Bi bezeichnen. Ich glaube, ich weiß es überhaupt nicht, aber ich wette, die hat auch eine Girlfriend. Weil sie himmelt ja den Dings immer so ein bisschen an. Den, welcher ist es denn? Leon S. Kennedy. Und ich kann es verstehen. Er hat eine ähnliche Faszination wie für Raketenwerfer wie sie. Okay, hier könnte ich jetzt mal langsam Scharfschützengewehr gebrauchen. Und ich glaube aber, dass die ganz schön kinky ist und dass die auf jeden Fall auch den Teppich putzt. So. Ah, überall explodierende Fässer. Das ist natürlich nie für mich gemacht. Und ihr hättet euch überlegen müssen, warum haben wir das gemacht? Warum? Wer hat denn gesagt, wir sollen die da hinstellen? Wofür brauchen wir die überhaupt? Die stehen einfach nur rum. Sehr viel Glück, dass der mich bisher nicht getroffen hat, muss ich sagen. Okay, irgendwas muss da noch rechts vergessen worden sein von mir. Nehmt's nicht persönlich. Ich glaube, wir haben sie, ne? Das war's. Aber ich denke die ganze Zeit, vielleicht kann man noch irgendwas freischießen. Ada ist selbstständig, die braucht niemanden. Das stimmt natürlich, ne? Ich glaube, sie spielt viel mit Leon, aber insgeheim steht sie voll auf Leon. Ja, das glaube ich auch. Es ist so ein bisschen, was ich liebe, das neckt sich. Am Ende ist sie immer zur Stelle und rettet ihm immer den Arsch, weil er ihr natürlich auch mehrfach den Arsch gerettet hat. Und sie hatte ja ihren Moment der Redemption, wo sie quasi sich geopfert hat, auch wenn sie dann überlebt hat, aber das konnte sie da ja nicht wissen, um quasi Leon die Möglichkeit zum Abhauen zu geben. Das ist ja die klassische Redemption eines Bösewichts, wenn in dem Fall sie was Gutes tut und damit die Redemption bekommt. So ein Leben für ein Leben zum Beispiel. Sie hätte sogar vorher jemanden töten können und dann die Redemption-Phase und dann wäre sie irgendwie wieder auf der guten Seite. Das geht. Du musst halt nur gucken, wie du das verwandelst. So wie Bart Simpson, die schnelle Reue-Nummer zum Schluss. Okay, hier sind ganz viele Sachen zum Einsammeln, die wollen wir haben. Oh, schön. Nur sie und Cirque du Soleil kommen so galant über einen Abgrund. Ja, schon die Knie. Mach nur das Nötigste. Alter, das sieht halt einfach immer wieder gut aus, ne? Wenn da so die wabbelnde Pampe rauskommt. Ihr habt sicherlich auch viral mitbekommen, dass ein Wurm in einem Gehirn gefunden wurde. Ist zum Glück nur einer bisher. Aber ich glaube, war es Brasilien oder Rio oder verwechsel ich das? Irgendwo da. Im Gehirn einer Frau wurde so ein Wurm entdeckt. Ganz widerlich. Ganz widerlich. Sehen wir in diesem Spiel nochmal die Dreipunktlandung? Sehr gute Frage. Ich gehe davon aus. Es ist Ada. Die hat die wahrscheinlich erfunden. Ah, 2 Punkte. 1 Punkt. Also sie macht es nicht richtig. Ihre Knie brauchen das nicht. Sie macht wirklich einfach nur Knack. Mit Stöckelschuhen, Leute. Okay. Kurz mal speichern, ne? Klar.
Interessant. Hier kann ich den Koffer nochmal anpassen. Die Fundrate für Pistolenmunition steigt. Ich habe diese Talismane nie wirklich benutzt, so. Fällt mir ein. Ich weiß nicht, ob ich den mal gekauft habe oder so. Oder habe ich den bekommen am Ende des Spiels? Ich weiß es nicht mehr. Ich soll ihm den Bernstein liefern. Offenbar kein ungefährliches Objekt. Welche Gräueltaten werden in seinem Namen begangen werden? Und wer wird den Preis zahlen? Denn irgendjemand muss immer bezahlen. Es ist besser, keine Fragen zu stellen. Das wusste ich. Hatte es akzeptiert. Bis jene Nacht in Raccoon City. Alles veränderte. Bin draußen und gehe jetzt Richtung Kirche. Bei den Los Illuminados herrscht zunehmend Unruhe. Bleib wachsam. Okay. Ende. Bis zur Kirche dürfte es nicht allzu weit sein. Scheißikowski! Ah, das habe ich irgendwie. Ich habe es natürlich gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Das hat man ja gesehen, dass ich das nicht gesehen habe. Voll in die Klöten. Was kann ich. Warum nicht? Warum? Was ist nicht okay hiermit? Habe ich gerade. Habe ich das einfach genommen? Ich Idiot! Okay, immerhin ist er noch eins. Nehme ich das auch direkt, weil das hat ja genug Energie scheinbar hergestellt. Das Rote spare ich mir. Jetzt nehme ich eine Granate und werfe die. Ich hätte sie aber lieber, offen gesagt,
bei dem Großen noch gehabt. Oh shit! Okay, ausgewichen! Runtergesprungen! Und weggerannt! So, hier ist jetzt keiner. Das ist vielleicht ganz gut. Komm jetzt! Shit! War ja gar nichts! Knie! Knie! Was? Was ist denn jetzt los? Warum? Der Riesenhammer! Wie lasziv sie die Holzfässer umkickt. Da will man ein Fass sein. Das ist auf jeden Fall ein neuer Sex-Kink. Dann komme ich vielleicht auch in den Club. Komme ich einfach in einem Fass mit so Hosenträgern. Oder? Ich kann ja so ein Stöppel in das Fass machen mit so einem Loch vorher. Baue ich ein Loch, baue ich rein. Großes Loch. Und dann so ein Stöppel rein. So ein Korkstöppel. Und dann fump, kann ich den in dem Club fump. Fassmon. Es ist nicht die schlechteste Idee, die man jemals hatte. Mach das Visier aufs Gewehr, Simon. Sagen Sie ihm, Simon, sei nicht so dumm, Simon. Will ich ja aber sein, sagt Mon. Nicht durchsuchen, Zubehör und damit kombinieren. Und das einmal hiermit kombinieren. Und was haben wir noch? Was haben wir noch? Granaten haben wir. Na gut, zwei. Kann man die nicht auf eine? Ne, okay, die muss man so machen, ne? Und das ist Schießpulver. Womit könnte man das kombinieren? Flintmunition, oder? Ne, Gewehrmunition. Okay, sehr gut. Machen wir nochmal mehr Gewehr. Mehr Gewehr. Und hier haben wir noch mehr. Was kann man damit herstellen? Gar nichts, ne? Da fehlt noch irgendwas. Ach, genau, es fehlt hier auch ein bisschen Pulver noch. Sehr gut. Jetzt seht ihr, jetzt komme ich hier endlich vorbei. Kommt der jetzt auch? Kannst du keinem erzählen, ne? Kommt der immer nur, sobald man das eingesammelt hat? Das ist das, was ich wissen wollte. Okay, die scheinen irgendwie da erst nach einer gewissen Zeit durchzukommen oder so. Ich weiß nicht genau. Ich meine, eigentlich müssen sie doch jetzt langsam kommen, oder? Oder ich habe doch alle erwischt. Ich würde am liebsten erst alles andere killen, bevor ich mich mit dem befasse. Ja, ist ja klar. Aber ich will auch nicht zu weit von der Kiste weg. Die Probleme meiner Frau. Okay, ich glaube, ich muss da eh lang. Ich sehe es schon kommen. Frage ist nur, kann ich die triggern und dann über diesen ganzen Kram an ihnen vorbei vielleicht? Weil wenn ich jetzt hier hochgehe, ich komme nicht mehr hoch, ne? Ah, shit, okay. Aber ich muss trotzdem mal kurz gucken, ob ich nicht hier... Da, so rennt man. Ob ich, ja, seht ihr, da komme ich ja doch hoch, klar. Und dann hier rüber komme ich nicht, okay. Ja, viel mehr kann ich nicht machen, außer sie einmal so durchlaufen lassen und dann hier runter zu springen und dann geradeaus zu laufen. Soll ich denn damit bei helfen oder wie kann ich hier ihnen behilflich sein? Ah, haha! Was für ein Empfang. So, da habe ich erstmal die Dödel hier erwischt, das ist vielleicht erstmal wichtiger. Habe ich denn mit der auch? Ich habe doch Waffen, ne? Wenn ich mit dir fertig bin, hast du echt kein einziges Kniegelenk mehr. Alles weggeknorpelt.
Ah, nee, lass mich. Messer rein. Ih, der hat mich beim Hals. Schnell was mixen. Schnell notmixen. Vielleicht sogar hier eine Granate jetzt hinwerfen. Das war natürlich jetzt nicht so smart, ne? Aber es hat trotzdem ein bisschen geholfen. Ein bisschen hat's geholfen. Nee, lassen Sie mich. Ich spare jetzt Muni. Wenn nur einer da ist... was ein Angriff. Shit. Aber das war gut. Das hat Spaß gemacht. Das war gut. Jetzt beim nächsten Mal machen wir es noch besser. Hat Bock gemacht. Ist auch, finde ich, ein sehr fairer Save Point, dass man das vorher nicht nochmal alles machen muss, weil hier kann man sich dann irgendwann... Okay, gut. Der hüpft von da. Dann hüpfe ich auch von da. Was ist dein Lieblingskrypto? Ey, ich bin... Ich kann euch nur eine einzige Sache empfehlen, meiner Ansicht nach, und das ist Toad. Toad Killer, um genau zu sein, weil der offiziell von Chip als ein offizielles Projekt bei Shibarium angekündigt wurde. Aber man weiß nichts sonst, außer natürlich ganz viel Gerüchte und ganz viel Wallet-Kram. Aber ja, da habe ich auf jeden Fall sehr viel Interesse dran, an dem Projekt. Ich weiß nicht, was es ist, außer dass es ein Meme-Coin sein könnte. Und aktuell ist, aber so richtig gelauncht ist es noch nicht. Aber Chip ist eine Firma, der ich sehr vertraue, sag ich mal. Die wenigen, die einen vielleicht nur ein bisschen bescheißen und nicht komplett bescheißen. Und die wissen, wie Memes gehen. So, aber genug Krypto. Komm, das interessiert keinen. Wenn du dich auskennst, findest du Chipkiller, findest du Toadkiller sehr, sehr schnell. Und gehst aber mal in Telegram. Das ist mein Tipp. So. Anderer Shit. Haben wir alles? Ich glaube ja, ne? Die oben, die... Haben wir das jetzt bei dieser Runde geholt oben? Haben wir die Kiste ist offen, ja. Hier war auch keine weitere. Weil ich will mich auch nicht zu lange jetzt hier aufhalten immer. Ach, hier war noch was, genau. Nutzt die Sprengfalle für den Diggen Boy, für den Hammermann. Wo ist denn nochmal die Sprengfalle? Oben, ne? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das werde ich machen. Die bescheißen auch alle, lol. Ja, das ist wahr. Das ist hundertprozentig wahr. Aber manche bescheißen weniger als andere. Oder manche, ja, haben einfach mit dem ersten Beschiss so viel Geld gewonnen, dass sie beim zweiten Beschiss mehr gönnen können. Nein, dieses Shibarium ist halt schon cool, aber muss mal gucken, was draus wird. Es ist halt eine Plattform, aber die haben da echt hunderte Millionen reingesteckt. Das ist schon irgendwie ein interessantes Projekt, finde ich. Okay, okay. Hammer. Das war gut, oder? So, jetzt bereiten wir das einmal richtig vor. So. Und dann vielleicht sogar einfach mal so eine. Oh, das war toll, ne? Gute Granate. So, und wenn das noch nicht genug Explosion war... Locke ich ihn hier in die Sprengfalle, kann ich das wieder... Ah, ich kann es nicht... Okay, ich kann drauf schießen, ne? Alter, Simon. Alter, wie hast du das denn gerade gelöst? Mit minimalem Munitionsverbrauch. Kick! Alter, ist dieser Kick überhaupt machbar? Ist der realistisch? Kann man so kicken? Oder liegt es... Vielleicht hat sie diesen Exosuit unter ihren Schuhen. So, Knie vor mir. Ich sagte Knie. Das war geil, oder? War das geil? Das war ja schon Lies of P-Style hier. Genau sowas gibt es in Lies of P auch, inklusive Feuer. Oh, oh, schnell, schnell messern. Sonst kommt er nämlich wieder. Die sieht aber auch bäh aus. Ha! Ich dachte, die wäre durch. Das war gut, oder? Das war richtig schön. Das war jetzt der perfekte Versuch von diesem Ding. Und das kriegt Resident Evil gut hin. Dass man das Gefühl bekommt, okay, jedes Mal verbessere ich mich, wenn ich sterbe, bin ich danach
ein Ticken weiser. Weil allein schon, weil man die Position der Gegner kennt und weiß, wann welche irgendwo einem auf den Sack gegangen sind. Und dann vermeidet man und läuft in neue Fallen. Ich will, dass du da runterfällst. Ja. Dass sie das sagt. Na gut, sie sagt es für den Spieler. Aber eigentlich... Scheiße, da bin ich nicht nah genug gekommen, ne? Da wollte ich näher, hätte ich rennen müssen. Zum Glück hat sie immer ein Messer dabei. Du mit deinem scheiß Feuer, du hast mich jetzt schon zweimal getroffen. Ich habe jetzt hier ein bisschen verballert, gebe ich zu. Aber ich habe auch schon an anderer Stelle gespart. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Habe ich früher immer gehört. Dann wurde mir immer gesagt. Gelbes Kraut, super wichtig, ganz klar. Weil es beim Konsumieren dafür sorgt, dass man einen richtig guten Tag hat. Nee, dass man auch dass die Energieleiste länger wird. Ganz im Gegensatz zu anderem Kraut, wenn man das raucht, wird die Energieleiste wahrscheinlich eher kürzer. Kann ich die Dinger kombinieren? Damit müsste man ja eigentlich, ne? Geht aber noch nicht. Hier kann ich was einsetzen. Welche brauchst du denn? Das sind die falschen. Oder? Wie so ein Einjäger, wie so ein Rätsel für Babys. Formrätsel. Was willst du spielen im Schocktober? Irgendwas geplant? Eine Menge. Alle Sachen sind eigentlich geplant. Alles. Du kannst es dir angucken in meinem Kalender, in meiner Timeline. Wie heißt das? Sendeplan auf Twitch. Den habe ich eben gerade, kurz vor, bevor ich live gegangen bin, wollte ich zumindest einmal den Plan fertig haben, weil sonst gucken da Leute drauf und das stimmt da nicht. Da sind so viele tolle Titel. Ich freue mich auf jeden einzelnen davon. Und es kann aber auch immer noch sein, wenn was Neues rauskommt oder ich keine Zeit habe, dass sich da was ändert. Auch die Startzeit muss nicht immer dieselbe sein. Ich habe immer mal 6 Uhr jetzt reingemacht, damit es irgendwie ein bisschen abends passiert. Aber es kann auch sein, dass es mal ein bisschen früher ist oder so. Hier geht's zu wie auf dem Rummel. Was könnte der Grund sein, weshalb wir so nervös sind? Die Tochter des Präsidenten. Kein Zweifel. Schlechtes Timing, würde ich sagen. Bereite dich darauf vor, dass das ganze Dorf infiziert ist. Ich kenne den Bericht. Sollte kein Problem sein. Ja, kein Problem für das Dorf. Oder für sie. Ich weiß es nicht. Für beide wahrscheinlich. Das Dorf hat es hinter sich. Und sie wird dafür sorgen, dass man davon nichts erfährt. Wenn sie arbeitet ja offensichtlich mit Wesker zusammen. Wesker arbeitet, glaube ich, aber zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr mit Umbrella zusammen, sondern war nicht nur Doppelagent bei Stars und bei Umbrella, sondern er war auch noch bei einer dritten Organisation tätig. Und er war natürlich auch der krasseste Wissenschaftler, der mit am Virus geforscht hat. Also er war so ein bisschen einfach der Beste von allem. Und jetzt ist er ja virusinfiziert, findet es aber ganz cool und mischt sich immer noch in alles ein, arbeitet aber wahrscheinlich am Ende immer für sich. Das ist, glaube ich, eigentlich das, was ihn wirklich interessiert. War das das Haus, wo dieser krasse Kampf stattfand? Ich glaube ja. Ja, ja, da war dieser Hauskampf. Oh Mann, das war ein toller Kampf, ihr erinnert euch. Muss mal gerade im Chat. Wird leider der Link automatisiert gelöscht zu meinem Schedule. Aber ihr findet ihn, wenn ihr einfach auf Twitch geht. Also, auf den Button für Sendeplan. Aber ich werde auch wieder einen Link einbauen, dass der regelmäßig gepostet wird. Ich hatte ihn nur aus, weil ich nicht regelmäßig Sendeplan geführt habe. Entschuldigung, ich habe hier ein bisschen das Bild verpasst. Normalerweise, wenn ich reinlabere, dann will ich natürlich das Bild auch haben. Und ansonsten versuche ich euch natürlich nicht zu stören mit allzu viel Gequatsche.
Was mir wahrscheinlich nicht gelungen ist bisher. Ich bin jetzt mal ruhiger. Ich will euch auch ein bisschen Atmo bieten. Ist ja ein geiles Spiel, wenn wir doch mal ein bisschen Atmo haben. Das Fass hebe ich mir auch für später. Ah, shit. Ich wollte nur noch schnell was. Ich wollte ganz schnell. Wollte ich looten. So, ihr seht jetzt, wie meine kleine Leiste ein bisschen schneller grün wird. Das ist übrigens sehr interessant, weil jetzt... es geht schneller, weil das Spiel ja quasi kürzer ist. Deswegen gibt es für diese gelben Kräuter natürlich ein bisschen weniger. Oh, wundervoll. Krieg ich direkt Bock auf Grillfleisch. Knie! Nein? Okay, das könnten wir aufmachen, aber vorher gehen wir hier nochmal hin. Ich mag dieses unmotivierte Zertreten von den George McCrae-Kisten, weil George McCrae weiß natürlich auch, ey, die Dinger sind zum Zertreten da, deswegen kriegst du die natürlich dann auch mit leichtem Sperrholz. Das brauchst du nur anhusten. Das kannst du im Grunde gerade mal so einmal auf und zu machen, damit du dein Item reinlegen kannst. Ansonsten ist es für nichts weiter zu gebrauchen. Also ich würde noch nicht mal einen Umzug damit machen, aber solange es in der Pampa steht und zertreten werden kann, ist es gut genug für George McCrae. Natürlich auch entsprechend günstiger, im Dutzend. So, ich werde keine Tiere töten. Das ist meine Meinung. Mir egal, wie viele geile Goodies es geben würde. Nur als Kollateralschaden wird das akzeptiert. Okay, die Weinkanne für Weinkenner hat doch hier runde Slots, genau. Ja, ich frage mich, hier ist wahrscheinlich egal, nehme ich einen und einen. Ja, ist derselbe Bonus, wie wenn ich eine Farbe hätte, glaube ich. Oder ist eine, naja gut, wir lassen es mal so. Oder? Ich weiß gerade nicht, was wäre das? Duo-Bonus 1,2 und das Ding wäre 1,1. Okay, na gut. Dann ist es so. Da kennt sich eine Frau natürlich aus mit dem Wert dieser Steine. Ich bin virtueller Vegetarier. Ich kann es einfach nicht erlauben, außer Raben. In Spielen. Oh, hatte der nix? Okay, ab jetzt werde ich huldigen, nie wieder einen Raben zu stören. Crow Bros. Hier geht's nicht zur Kirche. Boah, überall Gedärm. Alter, was die können, ne? Hä? Ja, okay, das war wirklich mit Ankündigung. Mann! Ich wollte gerade sagen, ich hab doch ins Knie geschossen. Ihr habt doch ins Knie geschossen. Oh nein. Nee, du liegst nur rum, ne? Du bist, der ist alles egal. Schwein ist alles egal. Das kriegt man, wenn man wartet. Einen sehr genauen, sehr harten Schuss.
bin ich nicht überrascht. Ah, der war offensichtlich auch gerade auf einem Ball. Nett, dass du für Ablenkung sorgst. Dann muss ich mir wohl einen anderen Weg zur Kirche suchen. Das Geheimnis ist der Schal. Da stehen die drauf. Gut, weiter geht's. Einfach geil. Oh. Ja, seht ihr, ich muss sie töten. Ich muss sie einfach töten. Aber nur die. Nur die Raben. Alles für die Punkte. Es tut mir ja auch leid. Aber sie liegen so verführerisch auf dem Weg. Oh, Tagebuch. Eine Dorfbewohnerin. Heute war ich zum ersten Mal seit langem die Kirchenglocke zu hören. Ihr Läuten ist der Ruf unseres Herrn. Das ganze Dorf versammelt sich vor der Kirche, um dem Klang zu lauschen. Unser Herr war liebevoll wie eh und je. Wir nähern uns einander an und unsere Gedanken werden eins. Er sagte uns sogar, dass die Wunder, die wir hier erschaffen, mit ihrer Pracht schon bald die Welt erfüllen werden. Welch Weisheit, welch Barmherzigkeit. Die Güte Lord Sattlers wird uns mit dem Heilmittel gegen diesen Wahnsinn segnen. Ich kann es kaum erwarten, bis die Glocke erneut läutet. Ja, wahrscheinlich kriegt sie gleich was an die Glocke von uns. Was haben wir da gerade gesehen? Das ist das hier. Ist das wirklich ein Rätsel für Ameisen? Ach, noch mehr? Na gut, okay. Ja, wir kennen das ja schon. Das Ding. Das hier von oben. Zwei Vögel beim Paar, beim Fingeln. Wie heißt das, wenn man so Fäusteln? Wenn man so ein. Beim Armdrücken. Zwei Raben beim Armdrücken. Okay. Was ist das? Yin Yang von Kick. Zwei Adler beim Armdrücken. Yin Yang von Kick. Und jetzt wahrscheinlich zeigt sich, warum man hier eben nicht so einfach hin und her kann. Man muss nämlich doch noch diese Symbolik entziffern. Nein, zu blauen Medaillons. Wir können diesen Kult nicht einfach machen lassen, was er will. Kann irgendjemand bitte die blauen Medaillons beseitigen? Sie verunstalten das Landschaftsbild wie sonst nichts. Ich biete Ihnen 6 Spinellis. 4 davon sind hier und da ist auch direkt der eine, ne? Lade nach. Macht das doch automatisch. Okay, das war jetzt ungewohnt. Der hat wirklich extrem viel ausgehalten im Knie. Super Knie. Okay. Also wir suchen weiter das Symbol. Das dritte, vierte, wir wissen gar nicht wie viele. Hier ist das letzte. Doppel-DNA. Doppel-DNA. Okay. Also, wir haben... Ich weiß ja nicht, welche Reihenfolge, aber das zweite war... Krähenarm drücken. Das erste war hier das Yin-Yang von Kick. Krähenarm drücken. Und das dritte war DNA... DNA-Kupplerei. Also, hier haben wir da genau das, ne? Also, als erstes haben wir, Moment, als erstes Yin Yang von Kick, dann haben wir, oh. Das könnte es sein, das sieht so aus. Das untere nicht, das oben links meine ich. Das muss das sein, ne? Die armdrückenden Adler. Und dann
Ah, welches DNA war es denn? War es das? Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, das war das. Aber es hatte schon dieses Dreiecksding. Also müsste es eigentlich das sein. So, läuft das. Gerade beim Hochziehen war noch ein blaues Amulett. Au, oh, da, ich sehe es. Ja, krass. Bisschen runter, bisschen runter, bisschen runter. Geh doch noch mal ein bisschen runter. Gut. Okay, nächstes. Ach, die werden ja sogar auf der Map angezeigt, ne? Das ist gut. Manchmal verbringt man nämlich zu viel Zeit damit, die immer zu suchen und zu wenig mit der Atmo vom Spiel sozusagen. Da wären wir. Die Kirche. Erstmal zurückgehen. Immer erstmal zurückgehen. Das ist der Weg, ne, den Leon ja auch gegangen ist. War hier nicht der Hund? Ja, hier war der Hund eigentlich. Hier ist die Geschichte mit der Klappe. Nee, ne, das bringt nichts. Man kann es ja normalerweise, kennt ihr ja, kann man das ja wegschießen und dann fällt von oben das Schmuckstück nicht mehr in den Brunnen. Oh ja, hier sind diese Köpfe. Das ist nicht, man hört wahrscheinlich Leon, ne? Das ist schon irgendwie cool. Zwecklos. Ah, das ist ein schönes Detail. So, ich nehme mal das Ding alleine. Ah, ich kann es gar nicht benutzen. Ich habe volle Energie, aber sie läuft ein bisschen so, dachte ich gerade, als wäre sie verletzt. In den Brunnen natürlich. Ist doch Brunnen, oder? Ne, ist kein Brunnen. Okay, es ist Matsche. Leichen-Matsche-Pampe. Ja klar, wenn Leute dazwischen stehen, ist es manchmal so ein bisschen... Au, voll an den Kopf, ey. Mal gucken, wie gut das ist fürs Knie. So, da habe ich noch schön abgeblockt. Muss ich auch noch lernen. Sie ist auch echt gut mit dem Messer, merke ich gerade. Au. Da hätte ich R1 drücken müssen, ne? Was ist der Backdashen nochmal? Ich weiß es gar nicht. Es gibt das ja, glaube ich, hier. So ein Schnelldash. Okay, es ist nicht R. R1. Und das Messer ist kaputt. Ich habe aber noch eins. Und sie hatte auch noch eins. Danke. Ach, das ist jetzt einfach dasselbe. Oh, ich habe ein Messer gefunden. Okay. Was war hier nochmal? Zeug zum Einstecken. Ah, die gute Hanfgranate. Bald wird sie legalisiert. Wieder versetzt. Klingt, als bräuchte er Hilfe.
Keine Sorge, Leon. Das erste Mal ist umsonst. Lass mich nicht warten, Luis. Das ist sehr schön verwoben hier mit dem Anfang von Resident Evil 4. Dass sie diese Glocke läutet, ist total lustig, weil sie hat ja gelernt aus dem Text, ich glaube, da kommt es her, dass dieses Glocke läuten, dass das wichtig ist für die Leute, dass sie das wollen. Und deswegen hat sie darauf geschossen. Vielleicht weiß sie es auch vorher schon. Signal verloren. Irgendwo in der Nähe des Dorfs. Kein gutes Zeichen. Das ist doch Menders Gebiet. Er hat ein Haus dort. Da könnte ich mich mal umsehen. Mach das. Vielleicht kann ich von hier noch was rausfinden. Ich wusste, der macht Ärger. Foto von Ashley sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Das ist natürlich Leons Job. Das machen wir nicht. Übrigens, die blauen Medaillons waren laut Chat vorhin in dieser Hochebene. Also wenn ihr das noch spielt, denkt daran, dass ihr, bevor ihr runterhüpft, alle vier einsammelt. Ich war mir nicht sicher, ich habe es jetzt verloren wohl. Ist natürlich nicht schlimm, aber ja, kann euch ja nur helfen. Ne? Hier ist ein Schrank noch. Ach, der wird später, ne? Wird der zertrümmert, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Bevor ich da reingehe, schaue ich mich um. Vor dem Reingehen kommt Umsehen. Das könnt ihr euch vielleicht merken. Immer. Gilt auch wirklich immer und in jedem Spiel. So, habe ich denn hier alles eingesammelt? Ich muss mal gerade gucken, bevor ich mich um die Hütte kümmere. Manchmal ist doch noch irgendwo eine verirrte Kiste. Da! Das ist einfach zu geil, oder? Komm, alle auf eine Linie jetzt. Das ist echt. Es macht mega Bock, mit dieser Waffe so drauf zu spratzen. Aber es ist nicht smart. Aus vielen Gründen. Mann, renn doch bitte mal. Okay. Das ist aber eine gute Idee jetzt. Das ist nicht so dumm. Einfach eine Wand aus Fleisch und ich halte einfach rein. Mikado. Aber sie hat gut gearbeitet. Gute Arbeit geleistet. Okay, hätte ich mir sparen können, die letzten Schüsse. Seht ihr? Und direkt hat man noch so eine Erweiterung. Super wichtig. Jetzt sogar volle Energie. Die hätten dich in Ruhe gelassen. Ja, aber ich in sie nicht. Was willst du denn? Was will denn der Straßenapotheker-Ticker hier? Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind hier, um jeden zu vernichten. Mitnichten, sagst du jetzt. Aber ja, klar. Außerdem wollen wir doch Leon helfen. Je weniger er hat, desto besser für ihn am Ende, wenn wir mit ihm kuscheln. Weil am Ende gibt es natürlich auch, in den Credits gibt es natürlich auch ein bisschen Kuschelteilen zwischen den beiden. Oh, hat mittlerweile der Händler, guckt euch das mal an, wie geil der Händler hat dann mittlerweile sein Lager aufgeschlagen. Interessanter Ort für ein Geschäft, Fremder. Tja, und interessante Ware. Na dann, unser erstes Geschäft. Ich bin sicher, es wird ein unvergessliches Ereignis. Oh, willkommen. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können. So, was haben wir denn hier? Tauschen. Nichts Tolles, weil ich nicht genug hab. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Aber diese Aktenkoffer, Rohstoffe, ja, ist auch nicht schlecht. Alles gut, aber das ist voll wenig, ne? Aber vielleicht kriege ich die Spinellis auch nicht. Vielleicht finde ich die nicht. Was hast du denn? Verkaufen. Also, den wollen wir verkaufen, die Weinkanne wollen wir verkaufen, den Armreif. Warten wir. Alles. Ich finde die alle wichtig. Blendgranat zum Beispiel ist ja auch mega wichtig. Für die, wenn diese Tentakel rauskommen.
Nö, was sollte ich davon verkaufen? Nix. Aber tunen ist auf jeden Fall wichtig. Und reparieren Gute auch. Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann vielleicht, weil wir mit ihr viel schlitzen, ne, könnte man eigentlich ein bisschen das Messer aufbessern. Das frage ich mich, ob das bei ihr nicht eine sehr gute Idee ist sogar. Deine Waffen sind bei Machen wir beim nächsten Mal. Keine Sorge. Weil man vielleicht kann man auch eine bessere Waffe beim Kauf. Laservisier gratis ich dazu. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Oh, das ist aber auch geil. Vielleicht sollte man die kaufen, ne? Kein Platz. Na, das können wir ändern. Das können wir aber wirklich ändern, ne? Was haben deine die alles, ne? Kohle oder dein Leben. Okay, was hat die Schrotflinte? 9600 reicht nicht, ne? Könnte ich nicht beides kaufen. Die Koffererweiterung und die Waffe. Aber ich kann ja gleich erstmal Platz machen. Okay. Erstmal kurz gucken, kann ich das Ding eigentlich... Nö, hast gar nichts, ne? Hast gar nichts. Nachladen hier auch nicht. Da auch nicht. Immerhin. Ups. Und was ich auch noch nicht gemacht habe, habe ich das noch nicht gemacht, ist das Kombinieren Zubehör mit dem Zielfernrohr. Kann man die nicht irgendwie kombinieren? Nein, kann man nicht. Man kann was damit herstellen. Ja, wenn man eine Waffe im Koffer hat, dann muss man die, finde ich, auch irgendwie mit Munition versehen, sonst ist es wirklich Quatsch. Was haben wir hier noch? Pistolenmunition, Flintenmunition haben wir ja gleich. Zumindest vertraue ich darauf. Okay, und ich glaube, das war's. Ah, ne, Moment, da war noch mehr. Das hier, kann man da noch was machen? Ne, fehlt. Was fehlt denn eigentlich? Ah, nicht genug Pulver. Haben wir das Pulver schon verschossen? So, jetzt kaufen wir den Kram. Du hast Schätze zum Verkaufen und Spinelle bekommst du zum Beispiel mit der Medaillon-Quest. Okay, gut zu wissen. Danke, danke, danke. Aber habe ich die nicht schon verkauft? Warum habe ich die nicht verkauft? Deswegen. Das habe ich nicht gemacht. Also, wir können uns jetzt die Kiste leisten, beziehungsweise die... Ja, wobei, ne? Nee, doch, wir brauchen eine Koffererweiterung. Gehört dir, Fremde. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Herstellbonus bei der Herstellung von Pistolenmunition. Gute Idee. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen Herstellbonus. Ach komm, beides. Die Thales... Ach nee, ich kann immer nur einen dran machen. Oder beide. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ah, die können gewechselt werden, ne? Gehört dir, Fremde. Na gut, wir nehmen die alle mit. Das ist cooler Shit. Warum sollten wir den nicht mitnehmen? Rezepte brauchen wir auch keine. Wir nehmen auf jeden Fall das Ding. Klein und handlich, als wäre sie für dich gemacht worden. Wofür ist der? Punisher, ne? Kaufen wir auch. Das ist gehört dir, Fremde. Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Ja, dann. Gehört dir, Fremde. Ach, egal. Komm, mach mal. Besser zu gut vorbereitet. Ich habe natürlich jetzt kein Geld mehr fürs Tunen, aber das war klar. Ich habe ja auch eine Waffe. Aber vielleicht verkaufe ich meine aktuelle Waffe einfach jetzt, die Pistole. Denn die brauche ich ja nun nicht mehr. Eine ständig vorgespannte Pistole. Dieser Fokus liegt auf Haltbarkeit und Verlässlichkeit. Genauigkeit ist eher zweitrangig. Ja, für dich vielleicht. Okay, das Ding ist natürlich toll. Eine Blendgranate für so viel Geld ist natürlich vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? 7200, da kriege ich ja fast... Und zwei Küchenmesser noch? Nee, das ist vielleicht zu viel des Guten. Aber da muss ich gerade mal gucken, ob ich das mache, weil ich brauche ja... Ich mache das mal. Ich brauche ja nur noch wenig zum Tunen. Hier, genau, da. Ich kann das zum Beispiel tunen, aber vielleicht kann ich ja auch die Punisher schon... mit 8000, okay. Mit 8000 ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Da wird er, belabert er mich währenddessen. Wie viel ist es? Fast. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ja, du brauchst mich nicht weiter motivieren. Ich stimme dir doch zu. Ja, komm, wir nehmen das. Danke. Ist natürlich, ne? Aber ich brauche das. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzen. So, und als nächstes holen wir uns dann hier die 20.000.
wirst schon sehen. Wäre das dann alles? Na dann, geh und misch sie auf. Ich mag, dass das auf meiner Seite ist. Ups. Das Ding bleibt mal hier. Die Pistole muss ich jetzt natürlich oben noch dran machen. Und ansonsten, was haben wir denn? Die Granaten sind schon da. Haben wir vielleicht? Nee, wir haben immer noch nicht genug Dings. Pulver. Das Ding müssen wir auch noch irgendwo hinpacken. Eher da. Irgendwie sehe ich es eher da. So, alles ist grün, wir haben genug Munition. Aber ich heb mir die Schrotflinte noch auf. Man weiß ja nie, wann man sie braucht, ne? Kann ich nicht anders. Kann ich denn jetzt auch hier rein? Moment. Ja, jetzt ist ja nämlich die Mission quasi. Oh, wie geil. Jetzt ist die Mission ja von Leon weiter schon. Und ich kann hier jetzt hin und alles ablooten. Als ob der was übrig gelassen hat. Welcher Idiot hat den denn gespielt? Meister, wenn ich es mir recht überlege, war es seltsam, dass Isidro mich einfach gehen ließ. Seit mich das Ungeheuer in der schwarzen Robe mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar. Ich habe begonnen, Dinge zu sehen, habe Visionen. Der Himmel selbst erscheint wie aus einer anderen Welt. Und dann kommt diese Kreatur. Doch auf einmal sind es viele, Hunderte. Mein Gebieter, bitte, ich flehe euch an. Sagt mir, gibt es einen Weg, diesem Grauen zu entkommen? Alter, hier hat aber einer richtig auf eBay zugelegt. Alle Totenköpfe, mit oder ohne Bandagen. Groß oder klein. Sadler, der Anführer des Kults. Ich brauche 12. Aber darauf warte ich noch. Ich will jetzt erstmal pro... Ich bin pro Schrotflinte auf jeden Fall. Drückt ihn zu spät B. Ich weiß, ich habe den Film gesehen. Ich weiß, wie das ausgeht. Alter! Granate! Nee, das war's? Das ist ja ekelhaft. Das ist ja wirklich ekelhaft. Oh, habt ihr gesehen, die arme Ada? Da ist wieder eine komplett neue Angst oder ein Fetisch unlocked. Ich mache mal kurz Werbung. 3 Minuten und dann sehen wir es wieder. Ich muss aufs Klo und ich habe Essen gerochen. Das muss ich mir angucken. Bis gleich. Es geht weiter. Keine Sorge. Und da sind wir wieder. Ach so, mein Green. Sekunde. Ich habe das Essen hier neben mir und ihr werdet mich nicht schmatzen hören, denn ich werde nur in Zwischensequenzen essen und dann drehe ich das Mikro runter. Aber ich habe, normalerweise esse ich so früh noch nicht. Es ist wirklich so, normalerweise esse ich erst sehr spät. Aber heute habe ich irgendwie echt Hunger und es roch so lecker. Okay, neue Mission, beziehungsweise neuer... Nee, was hat jetzt geladen? Ach so, ich soll einfach da durch.
Mann, das ist ja ärgerlich. Ich dachte natürlich, ich kann hier wieder zurück, weil ich wollte ja eigentlich hier links nochmal... Es geht. Okay, ich war mir gerade nicht sicher. Weil ich glaube nicht, dass ich hier lang muss. Ich will aber trotzdem alles hier mal mir angucken. Was gibt's denn? Ach, nichts Besonderes. Einfach nur Nudeln mit geiler Tomatensauce und Garnelen. So, aber eigentlich... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich muss sogar in die Kirche, oder? Jetzt, ich habe jetzt an beiden Enden habe ich das Gefühl, dass da was ist. Und eben war ich auch im Dorf, ja. Also ich meine, ja, da waren wir wahrscheinlich auch. Ach, ich habe geladen, ich bin gestorben. So war es. Ich bin gestorben. Jetzt verstehe ich wieder. Stimmt, ich habe einfach keine Zwischensequenz. Ich bin gestorben. So, aber diesmal mache ich es andersrum. Weil ich glaube nämlich, dass es da weitergeht und nicht hier. Man kann wahrscheinlich gar nicht reinkommen. Aber man kann da hochkommen, ne? Hier drin waren wir ja auch. Haben wir alles? Okay, oder? Ja, haben wir alles. Vogelei. Wer ist das denn? Im Kontext der Story. Hm. Ashley, ne? Irgendwie klar. Hm. Was ist das geilste und negativste daran, einen Hund zu haben? Klingt ein bisschen blöd, aber wahrscheinlich ist beides, ist das auf beiden Feldern angesiedelt. Nämlich Verantwortung, weil es ist cool, Verantwortung zu haben für ein Tier oder für ein anderes Lebewesen und der auch gerecht zu werden und sich auch so zu fühlen, dass man dem Hund in dem Fall jetzt einfach ein cooles Leben macht, dass man sich wirklich um den kümmert auch und Sorgen hat, wenn er krank ist und dafür sorgt, dass er nicht versifft und dass er gut erzogen wird. All diese Sachen, aber die sind natürlich auch negativ in dem Sinne, dass Verantwortung ja auch nicht jedem liegt, dass da auch nicht jeder Bock drauf hat. Ich eigentlich auch nicht, aber in dem Fall ist es durch... Ich hatte ja schon häufiger Tiere. Ich hatte schon auch mehrere Hunde und so. Also ich kenne das und weiß, das ist okay, das geht gut ab für mich. Bei einem Kind wird es wahrscheinlich schon wieder anders aussehen, aber bei einem Hund ist das okay. Und das Positivste, finde ich, ist aber, dass man rauskommt. Dass man zum einen, nee, sogar noch mehr, man kommt raus, man ist automatisch sozial, ohne dass man es vielleicht will, gerade wenn man so ein eremitisches Wesen hat, wie ich es auch habe, und dann macht man einfach was. Ja, ich weiß, hier war ich schon, ne? Ich will nur sicher gehen. Aber jetzt gehen wir zurück. Und was ich auch noch sehr toll finde, ist, dass man diesen Hund anguckt und einfach entertained wird und sich einfach freut, weil er sich freut. Und er freut sich halt über die einfachsten, simpelsten Sachen. Und es ist so schön, das zu sehen, dass sich ein Wesen über so simple Sachen freuen kann, dass einen das auch so ein bisschen erdet. Und das sind alles so Sachen, die nur positiv sind. Und negativ ist es nicht viel mehr, außer dass man halt Verantwortung trägt und dass man jetzt vielleicht nicht mehr jeden Tag Flug reisen kann. Das sollte man eh nicht. Und jetzt gibt's einen Kampf. Ach so, positiv ist auch, dass Frauen Hundemagneten sind, lese ich im Chat, aber davon habe ich natürlich nichts mitgekriegt. Hunde sind Frauenmagneten, umgekehrt. So meint das natürlich der Chat. Mann, ich habe doch sogar B gedrückt diesmal. Aber B ist halt wirklich aber nur ducken. Trocken. Ich muss wirklich einfach mehr mich an die Mechanik des Spiels anpassen. Hier hat man nämlich kein Rollen, ist ja klar, ne? So wie ich es gerade gelernt habe überall. Sondern man muss halt B drücken. Parieren muss man auch. Das kann ich ja mittlerweile ganz gut. Na, machen wir einfach mal so.
bisschen Dark Souls. Ah, okay. Ich habe diesmal L1 gedrückt zum Parieren, aber ich hätte besser ausweichen sollen. Mal gucken. Spätestens beim nächsten Mal habe ich es dann raus. Ach, fuck, ich hätte den Spray nutzen sollen. Ja, das war krass. Oh, ich bin trotzdem tot? Nicht tot, meine ich. Ja, geil, jetzt habe ich ihn, ne? Du bist ja alles Piesgesicht. Du alter Kotnascher, du. So, da ist er weg. Nee, doch nicht. Krass. Jetzt habe ich B gedrückt, aber da kam keine Anzeige. Manchmal geht's halt einfach nicht. Manchmal muss man vielleicht wirklich... Diesmal habe ich LB gedrückt. Irgendwas ist noch nicht ganz sicher. Das sieht schon ein bisschen peinlich aus. Scheiße. Ganze Muni. Ja, jetzt macht er mich alle. Ah, fies, ne? Simon kauft Eden noch Tütchen bei dir. er kriegt sein Weed jetzt von seiner Mutter. Seine Mutter ist Medical Marijuana Abonnent. Und gibt's an ihren Sohn weiter. Aber natürlich muss er viel mehr zahlen. Sie macht natürlich einen heftigen Abschlag, wie jeder Dealer. So, weiter geht's. So leicht gehst du nicht auf, was? So, ich mach mal nur Kampf jetzt. Ja, oh, Messer ist kaputt. Ich hab's Gefühl, die gehen dann einfach schnell kaputt, die Messer. Da kann man, glaube ich, gar nicht viel machen. Ich muss ballern. Trotzdem nochmal gucken. Ja, jetzt ging's nicht. Ach komm, okay, dann mach mich bitte, kill mich erstmal. Nochmal kurz gucken, was ich machen kann. Vielleicht muss ich auch nur zeitlich aushalten, ne? Vielleicht muss ich gar nicht killen. Ich will sie die ganze Zeit anvisieren. Und dann halt zum Kontern bereit machen. Aber das geht halt nicht. Alter! Ihr habt's auch gesehen. You can't unsee. Ey, danke für den Raid von Pixel Match. Pixel Matsche. Ihr seid hier richtig. Das ist... eine Menge Quatsch im Matsch, die hier stattfindet. Hier zum Beispiel. Habe ich nicht viel versprochen? Matsch. Jetzt hätte ich blocken müssen. Nächstes Mal mache ich es richtig. Ausweichen, okay. Blocken, okay. Komm, Schlitz, Schlitz. Oh nein! Das funktioniert nicht so gut, wie man es... Das funktioniert bei dem Boss nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Bin ich ganz ehrlich. Bin mir nicht sicher, dass das hier so richtig ist. Ich nehme jetzt das Ding. Währenddessen läuft hier Mortal Kombat Musik. Ich habe L1 gedrückt, glaubt's mir. Das sollte man echt nicht machen, ne? Den Todesengel ins Gesicht kicken. Ich würde sagen, da ist noch irgendwas faul mit meinem Timing. Ich hab doch L1 gedrückt! Ah, super. Gut entkommen. Gut gemacht, Ada. Wir spielen übrigens auf hier auf dem Veteranen-Schwierigkeitsgrad, falls ihr euch wundert. Deswegen ist es ein bisschen... Ich habe wieder gedrückt, aber ich glaube, ich hätte vorher aufhören müssen zu ballern. Das ist halt wirklich nicht Dark Souls. Ja, diesmal hat es geklappt.
keine Muni mehr, ne? Ist schon krass. Oh, müssen wir jetzt da? Müssen wir hier mal gucken. Ein bisschen ungelenkt, der Kampf. Ich bin nicht so ganz begeistert von dem Boss hier. Ich mag den offen gesagt nicht. Das ist kein so geiler Boss, du. Der macht nicht so richtig Laune irgendwie, weil du hast kaum Trefferfeedback. Dann ist es, gibt's nichts Blöderes als Gegner, die sich so in Rauch auflösen. Das ist geil in One Piece, aber doch nicht in Resident Evil. Also ich finde es nicht so geil bisher. Also diesen Gegner. Das Spiel cool, Gegner nicht so. Nicht mein Fall. Messer. Ja, ich glaube, unten rechts wird sogar, also da, wo mein Kopf ist, eingeblendet, wenn man drücken muss. Da muss ich mal genauer hingucken. Ah. Also, wenn man hier eine Handgranate findet, dann muss man die wahrscheinlich auch benutzen. So ist es ja immer. Jetzt ist erstmal die Zeit des Medipacks. Und dann gucken wir nochmal, was hier alles ist. Also bisher absolut normale Standardmunition gefunden und Granaten. Also es gibt wohl nichts, was jetzt übermäßig wichtig ist. Hauptsache einfach draufballern. Und wahrscheinlich auf den Kopf, ne? Ah, da hat's geklappt, ne? Man muss tatsächlich rechts auf die ganze Messer-Ikonisierung blicken. Da wird das dann angezeigt. Wenn ich mich nicht getäuscht habe gerade. Ist komisch, weil normalerweise würde man erwarten, dass das woanders angezeigt wird, nicht da. Ja, da wurde es kurz angezeigt. Mann. Ah, ich dachte, da gibt es auch noch Kisten. Hier auch keine Kisten. Oh Mann, ärgerlich. Das war jetzt wieder was für L1, ne? Klar. Mann! Es ist echt. Das scheint was zu bringen. Ja, danke. Das ist ja krass. So, habe ich jetzt vielleicht. Nee, ich brauche 12. Ich habe leider nicht genug für die Schrotflinte. Dann bleibe ich jetzt nochmal bei dem Ding. Oder lade erstmal nach. Genau. Vielleicht habe ich ja hier auch noch ein bisschen. Warum nicht da? Weil die ausweichen, deswegen. Ah, dieser Move, ne? Der ist hinterhältig. Ja, ich weiß, tot. So leicht gibst du nicht auf, was? Mann, Alter, der wirbelt da rum wie so ein, wie der Breakdancer auf dem Dom. Alter. Lass eine junge Frau doch mal ein paar Kisten eintreten. Ist da was? Nein! Oh, was für ein verlogener Scheiß, einem so eine Vase hinzulegen und da ist da nichts drin. Batz! Warum bringt original der Kick mehr als Shotgun to the Face? Hat der eine Lederschuhallergie? Ist der ein Fußfetischist? Was ist wirklich, was ist dahinter?
Also, wenn man sich den, wenn man diesen B-Ausweicher macht, kommt man viel besser rum, als wenn man sich auf das Messer verlässt. Das Messer ist wirklich eher, meiner Ansicht nach, für diese Notfälle, wenn man halt gegrapscht wird. Und da ist es ja auch gut, ne? Aber das Blockieren ist eigentlich schade, weil es eher das Messer eher kaputt macht. Und gefühlt nicht so viel bringt. Mann! Lass mich doch mal durch. Kann er denn der Geist auch angreifen? Das ist das, was ich... Ja, kann er! Das ist aber jetzt unfair. Er ist körperlos, aber kann mich angreifen. Mann! Bringt wirklich nur der Kick was? Das wäre doch echt lame. Nein! Messer! Habe ich noch Messer? Ja. Ja, nicht nur er. Okay, der hat keine roten Augen. Ich hab die Scheiß gerade noch gemacht. Oh, nix mehr. Na naja, gut, dann kann ich jetzt auch auf die Granaten setzen, ey. Cool, aber ich habe doch fast keine Energie mehr. Ja! Was ist nur los? Okay. Weiter zu Menders Haus. Ja. Riecht nach verbranntem Fleisch. Das weckt keine schönen Erinnerungen. Okay. Erstmal alles abgrapschen. Eine Frage an die Tierliebhaber unter euch. Und die Resident Evil-Kenner. Bringen diese Hühner was? Kann ich die abknallen? Muss ich die abknallen eher? Gefragt. Weil ich brauche dringend Items. Und ich wollte ja vegetarisch hier durchkommen. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das schaffe dann. Und da man hier... Also, was heißt ja mit... Zwecklos. Man soll die abknallen. Oh Mann, das tut mir so leid. Ich gehe erst noch mal hier rein. Oh, das ist eine Schatzkiste. Der Flakon.
Oh, ich kann doch bestimmt auch Messer nutzen, oder? Ey, da kommt doch gar nichts! Das arme Huhn! Ja, schon wieder nix! Also wenn das dritte Huhn jetzt auch einfach so verendet, ohne mir was auszuspucken, dann lasse ich die Viecher. Das Jahr war ein Troll. Okay, die letzte Chance. Tut mir leid. Es tut mir leid. Lass es einfach geschehen, Huhn. Ah. Den werde ich nie vergessen. Ja, es war ein Hahn. Ich weiß, keine Sorge, es war nur ein Mann. Ein alter weißer Hahn. Alter weißer Mann, alter weißer Hahn. Ja, ich glaube, das kann man machen. Im Englischen dann natürlich Old White Cock. Igitt. Das stand Ewigkeiten in Tellern, festgetrocknet und grün. Unter sämtlichen Tischen bei Giga Games, damals im Teufelskreis. Habe ich selbst mehrfach erlebt. Es ist widerlich. Man kann es aber noch essen. So, ja, ich glaube, hier haben wir alles. Das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ich glaube, da haben sie einen Fehler gemacht bei der Berechnung, sind hier diese komisch wirbelnden Seile, weil die sind ja eigentlich für... Na, wobei, es ist schon viel Wind, ne? Man sieht es hinten an den Bäumen. Ja, okay, es ist schon sehr windig. Ja, mindestens so windig wie Wesker. Ja, aber nicht an Adas Haaren, ne? Obwohl ich das extra eingestellt habe. Ja, sie hat, wie gesagt, einfach den krassesten Haarspray. Sie hat so speziellen, weiß ich nicht, Kampfdaten-Haarspray. Ach, da waren wir ja schon. Ich gucke alles lieber zweimal ab, weil, ich meine, ich weiß ja, hier sind viele Türen. Moment, hier zum Beispiel. Ja, da seht ihr? Es lohnt sich. Mh, ein Spinell. Spinelli. Die sind die allergeilsten. Denn wie ihr schon wisst, bekomme ich dafür so spezielle Sachen wie Schatzkarten oder Schwatzkarten oder Schnatzkarten auch. Schmatzkarten ist auf jeden Fall etwas, was ich hier auf dem Tisch stehen habe. Keine Sorge, ich lasse dich in Frieden. Oder der hat mich gerade... Da ist er wieder, der Killer! Auf ihn! Und keiner hört auf ihn. Dabei hat er recht. Der Cock. Okay, das Verschieben und so ist ja alles für Leon. Wobei es lustig ist, weil Leon ist ja schon durch. Also eigentlich hätte man jetzt, müsste man so diese ganzen typischen Resident Evil... Kein Bedarf. Ah ja, okay. Verbrauchsgegenstände überall rumliegen sehen und so. Also einfach so. Oder hier jetzt mal oben die Schrotflinte. Ist die jetzt da oder nicht? Ich habe ja eine. Ich brauche die gar nicht. Seht ihr? Da ist sie nämlich nicht.
die Granate übersehen, der Leon, ey, mit seinen hübschen blauen Augen. Du kannst doch einfach das Fenster aufmachen. Es ist nicht nötig, durchzuhüpfen. Egal wie cool du es machst, du hast danach immer Glas in den Haaren. Okay, hier sind ja eigentlich Spinellis oder sowas, aber die sind natürlich nicht mehr da. Ich dachte auch, wenn ich hier oben bin, finde ich vielleicht nochmal so Ansatzpunkte für den Grabschhaken. Aber nee. Ja, hier waren wir ja schon, ne? Gut. Hier kamen wir ja. Stimmt. Ich meine, da wir ja wahrscheinlich hier nicht mehr hinkommen, würde ich diesen Schlüssel schon gerne haben. Der muss ja eigentlich dann hier sein, in dem Haus. Wir suchen nochmal. Komisch eigentlich. Hm. Nee. Aber vielleicht muss ich auch wieder zurück und dann die Schublade aufmachen. Ach, den Schlüssel gibt es beim Händler. Warum hat der diesen Schlüssel? Ich überlege gerade, wo ich jetzt lang muss. Im Original irgendwo gab es ja dann immer Mittel und Wege, wo es weiterging. Vielleicht muss ich hier tatsächlich jetzt in die Kirche. Ja, warum nicht? Ach nee, da kommen wir ja her, stimmt. Das ist ja dahinter. Habe ich zwei Spinellis? Dann kann ich die vielleicht tauschen. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Da ist der kleine Schlüssel, nehme ich an. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Ein hervorragender Deal. Alles gut. Ah ne, ich brauche die anderen, ne? Die Dinger. Genehme Reise. Willkommen. Kann ich denn eventuell... Ach ne, die muss ich ja tauschen. Hier, die Dinger, ne? Smaragde. Na gut, irgendwann. Irgendwann. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Probier mal, ob's passt. Hier, wie du es haben wolltest. Wer stirbt mir da draußen nicht weg? Ja. Der Schlüssel ist im Huhn. Das hättet ihr gerne, ne? So, welchen Herstellerbonus auf MP-Munition? Dann merken wir uns, dass wir jetzt... Nee, komm, wir nehmen schon viel Pistolenmunition auf jeden Fall. Links anbringen und das in der Mitte anbringen. Ach, beides sogar. Ja, geil. Das macht sehr viel Freude, finde ich, den Koffer so bereit zu haben. Das können wir vielleicht hier mal aufbewahren. Was könnte man denn hier mal wegstecken für eine Weile? Das Ding vielleicht. Ja, ich glaube, das Ding. Und, ach, Moment, hier kann ich... Gewehrmunition draus machen oder Pistolenmunition? Nee, wollte ich ja nicht, ne? Ich will die Flintenmunition. Aber das heißt ja, dass ich hiervon die guten Sachen machen kann, die ich dann auch noch brauche. Ja, dann nehmen wir jetzt die MP-Munition. Da habe ich so, ach so, beides geht. Habe ich sogar den Bonus bekommen, habt ihr gesehen? Okay. Ja, irgendwann brauchen wir wieder 12, aber was soll's denn? Was haben wir noch? Ganz viele Granaten. Können wir auch mal eine... Kann ich die nicht rüberbringen? Schau mal nicht. Das Ding zum Beispiel, könnte ich das nicht mal bewegen? Ah, geht nicht in die Aufbewahrung, okay. Schatzkarte sind eigentlich wichtiger als die Schlüssel. Ja, wenn man die Schatzkarte wirklich benutzt. So, ich bin halt jemand, der dann oft auch gerne mal an sowas dann vorbeiläuft und es vergisst. So, wir müssen da hin, okay, Mendes Haus. Und hier geht's ja eigentlich, hier ist der Anfang. Wie kommen wir zum Mendes Haus? Ja, hier, ne? Kann es sein? Sieht aus, als würde es hier hingehen.
Ja gut, ich habe das mit den Eiern schon mitgekriegt, ne? Aber es kommen halt keine. Wenn ich jetzt hier alle umbringe, kommt da wenigstens ein Ei. Ansonsten muss es doch eine andere Möglichkeit geben. Oh, da war ich noch nicht drin. Geil. Gut. Das ist alles die Schuld von Darge. Darge X80. Ja, eine wirkliche Frechheit, einfach nur. Oh, kann ich eigentlich nur auf die. Moment, hier auch nicht, da nicht. Nee, aber da ist ja auch noch ein Fenster. Mario Bartwitz. Fenster, Fenster, Fenster? Okay, da muss ich halt nicht hoch, ne? Aber wir wollen ja eigentlich zurück. Ich erinnere mich, ich bin auch hier schon wieder falsch gegangen, aber zum Glück, denn so haben wir noch was mitgenommen. Eigentlich will ich doch hier da durch und... Oder Moment, doch zur... Ach nee, das ist doch hier. Okay, dann muss ich da lang. Einfach zum Brunnen und dann links und dann hoch. Ich dachte, das wäre in der anderen Ecke gewesen. Man muss daneben schießen, um sie zu erschrecken. Ist das wirklich so? Das ist ja eine geile Idee. Das weiß ich wirklich nicht mit den Eiern. Habe ich jetzt quasi die Chance auf goldene Eier vertan, weil ich zu gewalttätig war. Stattdessen muss ich hier nur PTSD besorgen. Auf dass sie nie wieder normal an Karneval oder Silvester draußen picken können. Aber das ist eine gute Idee mit dem daneben schießen. Danke. Merke ich mir. Gleich da vorne ist das. Mein Hut. Gabe in meinem Blut? Nein, deinem Hut. Immer im Rücken. Mit einer Ada im Rücken kann nichts passieren. Das war sehr schön. Sehr schönes Kapitel wieder mal. Ich frage mich, ob die Kapitel deckungsgleich sind mit dem, was Leon macht. Und dadurch weiß man ja schon grob, wie viele es sind. Wir gucken mal weiter. Und ich esse. Beschäftige sie, Leon.
Überraschend. Hoffentlich finde ich was zu Luis. Ah. Ja, drei kleine Schlüssel wären jetzt nicht schlecht. Eine interessante heilige Schrift haben die. Wieso sieht Leon so albern aus, DLC-Kostüm? Nee, das ist, weil Leon kurzzeitig abberufen wurde zu diesem Auftrag. Der war gerade auf einem Ball. Der war auf einem Opernball. Wenn das Ada passiert, kann es ja wohl ihm auch passieren. Ach, Toiletten in Spielen. Hier haben wir wieder eins gefunden. Macht hier keiner sauber? Oh, da sieht man sogar schwimmen, ne? Ganz eklig. Ah, wenn die Maden baden. Ha. Na, sieh mal an. Leon kam gerade frisch aus Chicago. Bei der Gelegenheit, ich gucke, es ist so ein Guilty Pleasure, weil es eigentlich schon ziemlich doof ist, aber mir trotzdem gefällt. Und zwar Schmiegedun, da gibt es jetzt die zweite Staffel, Schmiegago. Es ist so eine Art Musical-Spoof, so eine Parodie auch ein bisschen auf Musicals, aber echt gut gemacht, finde ich. Und wie gesagt, das zweite ist tatsächlich Chicago, Schmiegago. Aber Schmiegedu heißt die Serie, also nur die zweite Staffel heißt anders. Eine extravagante Uhr aus dem Jahre 1. Die werde ich natürlich gleich verhökern. Ab in die Freiheit. Danke. Danke, Huhn. Okay, jetzt will ich noch mal was versuchen. Das hat ja schon ein Ei weggeballert, ne? Vielleicht kann es nicht mehr, aber jetzt vielleicht... Ne, kein zweites Ei. Der Trend geht zum Zweitei vielleicht. Die erschrecken überhaupt nicht. Die sind voll abgeerntet. Oder er hat jetzt erst gehörlos. Aber jetzt. Der arme Kerl. Ich brauche einen Hinweis. Ja, ja. Nee, dann doch oben. Kamen wir her. Da ist auch nichts. Bisschen dunkel auch alles. Ach, wir haben ja, Moment, wir haben ja den Schlüssel. Genau, damit kann ich ja natürlich was aufschließen. Aber was war es nochmal? Was ist das hier? Nee. Was ist das hier? Nee. Ich weiß ja, dass es hier irgendwo ist, aber vielleicht war es oben. Huhn! Geh doch echt mal raus jetzt hier, stör doch mal nicht. Ne, hier war es nicht, hier war das Huhn. Okay, dann muss es ja oben sein. Ja, okay, komm. Au! Oh. Brüder und Schwestern, unser Herr ist erzürnt. Schlachtet nicht willkürlich Außenstehende ab. Ein jeder hat das Recht auf ein anständiges Urteil und so müssen auch wir vorurteilslos Gerechtigkeit walten lassen. Bringt jeden, den ihr einfangt, in den Keller der Fabrik. Gleiches gilt für Verräter. Ja, ich habe das Gefühl, die werden einfach alle gleich behandelt. Einfach gleich niedergemetzelt. Und jetzt gehen wir da weiter runter zur Fabrik. Vielleicht ist er dort. Ja, ganz sicher sogar. Er war da. Autsch! Es gibt kein Entkommen. Vor Mendenes fliehen, der Dieter Bohlen-Simulator. Oh, ja, Mann, da.
Au! Das bringt nichts. Ach komm, das war doch mit Ankündigung. Munition. Ah, ich will ja auch nicht schießen. Ich wollte das da einsammeln, Mann. Ah, alles für die Kneten. Ei, rette mich. Oh, so, okay. Ach, noch eine Kiste. Ha! Da war noch was einzusammeln. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und dann in den letzten Sekunden. Sammer die Arschbacken platzt. Sekunde. Vielleicht ist er dort. Es gibt kein Entkommen. Oh, komm, ernsthaft? Eine alte Frau die Treppe runterprügeln. Das kannst du, ne? Das kannst du. Ich will die ganzen Dings haben natürlich, ne? Die Kohle. Alter, hör doch mal auf, der Frau jetzt auch noch ins Gesicht zu boxen. Ja, das war vorher besser. Das ist jetzt kein guter Lauf. Ah, nee, das mach ich nochmal besser. Ich muss natürlich eigentlich, ne, muss ich an, mit dem Haken und dann von hinten. Und ich will auch noch den anderen Kram haben. Und vielleicht muss ich einfach zur anderen Seite rauslaufen. Vielleicht ist er dort. Vielleicht ist er dort. Es gibt kein Entkommen. Komm, hau mich um. Ich will das nochmal richtig machen. Ich hab nämlich den... Ja, geh doch runter. Ja, ich hab mich entschieden, zurückzugehen. So. Kann ich jetzt hier raus? Nein! Na gut, dann mach es. Aber ich will trotzdem mal wissen, was... Ich werd jetzt hier gleich umgebracht. Aber ich will trotzdem wissen... Nee, kümmere dich nicht. Vielleicht ist er dort. Es gibt kein Entkommen. Endlich.
Nee. Shit, das war gar nicht die Box. Hier ist die Kiste. Nee. Ah, wie bist du denn jetzt da hingekommen? Na gut, er kennt sein Dorf, ne? Ich dachte einfach, ich bin schlauer. Er war aua. Oh, so ein Kack. Okay, weiter. Vielleicht ist er dort. Es gibt kein Entkommen. Mal gucken, wo er jetzt langkommt. Okay, er portet. Und lauf da noch rein. Das ist voll doof, dass ihm das nichts gemacht hat, aber ich hab fest damit gerechnet, dass er jetzt da so durchläuft und ich dann an ihm vorbeikomme. Extra Anlauf. So, aber ich glaube, dass ich das jetzt einigermaßen hab. Ein bisschen was eingesammelt, ein bisschen was ausgegeben. Ich glaube, jetzt können wir hier ruhigen Gewissens einfach weiterrennen. Ja, ich brauche dafür die Schrotflinte jetzt. Das geht einfach schneller. Shit. Gibt's. So, Achtung, hier, wo ist die? Da. Mann! Nee. Ah, ist nicht einfach auf Veteran. Ich hau jetzt einfach ab, so wie es gedacht ist. Ich wollte halt gegen den kämpfen. Vielleicht ist er dort. Aber gut. Oh, ist schon direkt hinter mir, ne? Ach komm jetzt! Jetzt wird's blöd. Ich finde, in diesem Bossfight fehlen so ein bisschen die Bärenfallen. Ist schon wahr, ne? Vielleicht ist er dort. An diesem besonderen Ort. Es gibt keine. Er ist fort, er ist fort. Mann! Es ist so schlimm, wie sie einem halt keine Sekunde Ruhe gönnen. So, jetzt mache ich hier die Granatenhaini wieder. Das war eben schon, wie ich es ganz am Anfang gemacht habe, als mir alles egal war. Das war da schon am besten. Nein, nicht dadurch. Nein, nein.
Die das halt gar nichts bringt, ne? Ja, wir haben es verstanden. Du wärst gerne Nemesis, aber du bist zu spät geboren worden und jetzt weißt du auch nicht mehr, was du bist. Jetzt bist du so ein Halbgarer, möchte gern so ein Memme. Du bist so ein Memesis. Memesis haben sie dich immer genannt in der Riesenschule. Hat ja nicht mal einen Appenarm. Oh, der Memesis, ey. Hat was gegen Feuer. So, jetzt habe ich aber wirklich alles. So, ich hab's. Endlich. Top. Ha! Ja, blöd gefallen, würde ich sagen. Ich wette, da gab es noch Items. Ich muss doch die Items befreien. Genug. Noch da. Dass du vorrennst. Finde ich gut. Und das macht ihm auch nichts. Na gut, dafür habe ich den Rubin. Ah, Engi, Engi. Alter, du hörst dich an wie die Typen, die mein OnlyFans-Profil abonniert haben. Die schicken mir auch immer so Audionachrichten. Seltene Ware im Angebot, Fremde. Ja. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ein hervorragend Angebot. Ah, verdammt. Doch, einer geht. Und sogar dieselben Farben. Im Reise, willkommen. Ein hervorragender Deal. Genau, der. Das finde ich sehr gut. Der Typ von eben mit dem Mantel, der war auf der Akademie Mimi. Gibt's nur eine. Du gehst auf die Akademie Mimi. So, einen dritten könnten wir uns noch kaufen. Flintmunition, Gewehrmunition, Flintmunition, das ist gut. Gehört dir, Fremde. Bei allem Herstellen kriegt man ein bisschen mehr. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. So, Hühnerei wird verkauft. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Besten Dank. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremde. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Im Grab bringt ich brauch Geld. Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Ob Rubine oder Ramsch, es macht nicht schlecht. Oh, fast. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wie viel brauche ich? Mann, nur noch 200. Besten Dank. Eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Danke. Yeah. Probier mal, ob's passt. Ja, ich hab's in meinen Po. Es passt. Oh nein, ich wollte eigentlich das hochleveln. Shit.
Schitzten. Shitty. Keine Sorge. Na gut, egal. Kann man auch mal was falsch machen. Hab ich das hier? Nee, hab ich nicht. Okay. Na dann, was kann ich für dich tun? Komm jederzeit wieder. Jetzt werde ich mal... Ach nee, das kann man auch nur hier, ne? Kann man bei ihm die Sachen auch verstauen? Nee, das kann ich in meinem... Kann ich hier machen, ne? Weil eigentlich müsste ich die hier müsste ich erstmal in die Aufbewahrung schicken. Weil ich die erstmal... Und das Ding hier auch, das kaputte Messer auch. Um das dann später mit Geld... Weil die MG brauche ich jetzt gerade nicht. Ich brauche erstmal... Ah, das kann ich nicht, ne? Ja, okay. Ich muss wirklich jetzt erstmal die Waffe hochleveln. Und dazu brauche ich jetzt erstmal den ganzen anderen Kram, ne? Aber die Flinte ist eine gute Nummer und... Ja, viel mehr brauchen wir eigentlich gar nicht, würde ich sagen. Für die leichten und die harten Gegner. Denn Flinte nimmt die Zombies dort auf, wo sie passieren. Einmal noch speichern und dann geht's weiter. Jetzt kann ich. Nee, ich weiß. Jetzt kann ich hier wieder weiter, ne? Interactive Retinal Inquiry System, IRIS. Das interaktive Netzhaut integrierte Abfragesystem ermöglicht es, Ada Hinweise zu sehen, die für das bloße Auge von Leon S. Kennedy nahezu unsichtbar sind. So kann sie ihre neuen Informationen erlangen, die aber ihre Mission nützen. Müssen von Mendes sein. Ich muss mehr Nahkampf noch machen, weil das ist hier nicht schlecht. Sie kann es deutlich besser als Leon, glaube ich. Der sieht fast normal aus, ne? Was, seine Jacke? Warum hat er Leons Jacke an? Was ist mit Leon passiert? Er ist nackt. Das muss ich sehen. Oh, sie läuft nicht genau da, wo ich bin. Nächstes Mal. Da könnte man so einen schönen Demolition Man Rattenburger draus machen. Immer wenn ich das sehe, die Szene, denke ich mir, oh, ich will den probieren. Nicht, weil ich unbedingt Ratte essen will, aber weil ich denke, der sieht so lecker aus. Armbrust. Geil! So, machen wir auf. Gehen wir gleich nochmal durch. Ach stimmt, ne? Sie gibt ihm die Jacke. Sie gibt ihm die Jacke nicht zurück. Oder gibt sie ihm zurück? Aber auf jeden Fall hat er die Jacke ja verloren. Und dann sie, ne? Findet das alles heraus. Okay, Moment. Da geht's weiter? Dann gehe ich da jetzt nicht hin. Geht doch hier auch noch runter. Ach nee, okay, da geht's ganz zurück. Ach so. Kleiner Shortcut nur, der schon auf war.
muss es sein. Ah, sie kann nicht fischen. Das kann nur Leon. Ich habe gerade was gesehen, das hat mich sehr erfreut. Kazoink! What's not to like with a yellow Kraut? Me, myself as a Kraut. I would say this is my herb. Mehr habe ich nicht. I don't have more. I always say. But then I get more. Okay, meine Energie ist auf jeden Fall gut voll. Ah, ja, das war Luis und aber auch der Leon. Luis und Leon gegen die Zombies. Und sie ist immer ein Ticken zu spät. Erst war sie ein Ticken zu früh, jetzt ist sie ein Ticken zu spät. Habe ich denn jetzt irgendwas bekommen, was mir hilft? Ein Schlüssel oder so? Mal gucken. Ich kann seine Jacke verkaufen. Okay, das ist super. Ich werde auf jeden Fall Leons Jacke verkaufen. Da kannst du aber von ausgehen. Ach, damit geht jetzt was. Habe ich nicht einen Schlüssel bekommen? Geht da jetzt die Schublade auf? Nee, habe ich nicht. Nee, das Sniper habe ich nicht mitgenommen. Wenn ich es brauche, werde ich es mir gleich nochmal angucken. Aber ich habe es nicht hochgelevelt, noch nicht. Deswegen habe ich erstmal gewartet. Also ich habe es nicht dabei, ich habe es aber mitgenommen. Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch eine Bärenfalle, in die ich noch nicht reingelaufen bin. Deswegen kann es noch nicht weitergehen. Okay, das ist es halt nicht, ne? Na, vielleicht habe ich es irgendwo übersehen. Oh, hier geht es normalerweise weiter, aber das ist jetzt abgetrennt. Hier brauchen wir das Adler-Medaillon. Ohne Medaillon kein Resident Evil. Willkommen. 1900, ich habe aber nichts Tolles, ne? Den vielleicht noch und die Jacke. Reicht das vielleicht schon? Nein, nicht ganz. Kurz nochmal gucken, was könnte man tunen, theoretisch. Schon ein geiles Ding, deine ja, eigentlich. Waffen sind bei mir in guten Händen. Keine Sorge. Das Wichtigste ist die Angriffskraft, aber 25 kriege ich jetzt eh nicht. Und hier... Ich glaube... Das hier ist sinnvoll. Oder man macht 10.000 und macht... zweimal die Feuerrate. Ne, die Feuerrate ist selten das Problem. Es ist immer hier diese Nachladegeschichte. Vor allen Dingen bei der Schrotflinte. So. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremd. Geil. Auf die Details kommt's an. Wann habe ich das denn gemacht? Na dann, was kann ich für dich tun? Oh Mann! Natürlich nehmen wir alle Scherzkarten. Eine interessante Wahl. Was ist das also nochmal? Ich meine das natürlich Rohstoffe. Positiv. Ja, ist halt nicht schlecht. Ne? Rohstoffe. Im Moment habe ich, glaube ich, irgendwas, wo ich mehr Munition finde. Aber Rohstoffe sind auch cool. Sowas hier muss man natürlich immer kaufen. Zwei runde habe ich, ne? Ne, ich habe hier Saphire. Sind die rund? Ja, weiß nicht. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Natürlich kaufe ich den Kram. Aber ich kaufe auch diese Schlüssel. Ich kaufe eigentlich alles, wenn ich ehrlich bin. Bitte,
wo wir unsere Ware her haben. So, das ist, welcher von den beiden, das sind dieselben, ne? Das sind Runde. Wusste doch, dass du dich da ich. So, jetzt kannst du mal gucken, wie man aus Geld Geld macht. Du Idiot. Hättest du nämlich die Scheiße, die du verkaufst, einfach zusammengesetzt. Ne, machen wir hier den. Siehst du? Und schon kriegst du nämlich viel mehr. Muss ich dir denn alles zeigen? Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremde. Das trifft sich gut, ich auch. Ein hervorragender Deal. So, was kann man noch tauschen? Also, den kann man einfach kaufen und umtauschen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Ich glaube, die sind zum Reservieren von Geld vielleicht. Nee, man kann hier kein Geld verlieren. Keine Ahnung, wir nehmen mal die Schlüssel mit. Diese hier. Oder nehmen wir erstmal die. Ich habe ja hier Smaragd und Alexandrit. Die kosten zu viel. Der hier, was kostet der? 3. Ach, mal 3 heißt einfach nur. Kurz mal gucken. Da fehlt so einer. Ich habe nur diese Rubine. Wenn ich jetzt noch so ein Rubin nehme. Nee, das passt ja da nicht rein. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Damit machst du nichts falsch. Denke ich aber auch. Und jetzt wird er wieder zurückverkauft. Nicht schlecht. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Wie dumm. Aber ja, dafür sind die da scheinbar. Die Kosten, da kann ich halt einen von den Spinellis in Geld verwandeln. Hätte ich aber vielleicht lieber warten müssen. Aber ist okay. So, Schlüssel macht Sinn. Habe ich ja gekauft einen. Ne? Ja, einen kleinen Schlüssel. So, wo ist denn jetzt die notwendige... Ach, zum einen die Schatzkarte. Hier ist verschlossene Schublade. Okay, geil. Komm bald mal wieder vorbei, ja? Einmal kurz alles mitnehmen. Wo sind denn die Leon-Fußspuren? Weil ich bin ihm ja gefolgt bis zu dem Ort, wo er festgenommen wurde und festgehalten wurde. Eigentlich müsste er ja dann von da aus auch wieder entkommen sein. Ach, hier ist ja auch noch die Tür. Das ist aber nicht der Schlüssel, ne? Nee, ach klar. War ja eh was anderes. Die Tür und schon wieder Geld gemacht, weil er sich hier nicht reintraut. So, vielleicht sollte ich doch als nächstes die MP. Weil die Armbrust... Also ich muss mal gucken, was ich dann... Da. Es gibt auf jeden Fall eine Bosswaffe. Und das scheint die Armbrust zu sein. Vielleicht. Gucken wir mal. Die MP könnte ich halt mehr gebrauchen im Moment. Weil ich da so viel Muni habe für. Okay, Karte. Haben wir... Hier ist noch... Nee, hier ist auch nichts. Hier ist noch was. Ein Schatz, wenn wir direkt nach vorne und rechts gehen. Und hier kommen wir ja gar nicht mehr zurück. Haben wir aber im Dorfplatz noch einiges gelassen. Kann man denn? Ich guck gleich mal. Ne, Moment, jetzt bin ich wieder falsch gelaufen. Wie wieder am Anfang. Hier war ja diese Gefangenengeschichte. Ich will mal gucken, ob ich da vielleicht Fußstapfen finde. Wie kann ich den nochmal aktivieren, diese Augengeschichte? Geht automatisch. Ach, da ist einer. Die sind von Luis. Ich verstehe. Also wir müssen irgendwann nochmal zurück und alles einsammeln. Das verlangt die Ordnung. Frequenz? Ich wusste, du findest mich.
ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Nein, der hat seine Frau mitgebracht. Sorry, Luis. Kann noch etwas dauern. Oh, jetzt habe ich gar nicht aufgelevelt. Naja, nächstes Mal. Behalten wir die Kohle, level nächstes Mal richtig die Uzi auf. Kommt da einfach mal so der Kettensägenmann um die Ecke. Mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Sorry, Luis. Kann noch etwas dauern. Okay. Das ist eine sehr gute Waffe. Die muss ich mir eigentlich aufheben für die Kettensegler. Für Herr und Frau Kettensäge. Und die Frau macht sicher die bessere Kettenpflege. Aber es ist eine Nervensäge. Also schwierig, ne? So, kommen die hier? Hier ist ein guter Kampfort. Ja. Gutes Messer. Tut mir leid. Kein Interesse.
MC. Ich weiß, ich kann auch anders nachladen, aber ich genieße diese kurze Sekunde. Ach geil, gut, dass man eigentlich genieße die Sekunde, wo ich mal durchatmen kann im Menü. Ja, das war ganz gut, so zurückzugehen. Das ist einfach zu heftig, um hier einfach so rumzustehen. Jetzt habe ich leider für die Kollegin, für seine Mama-Kettensäge, habe ich leider keine Dings mehr. Habe ich vielleicht, genau, kann ich da vielleicht was bauen? Herstellen. Nein! Auch 12, ein mehr. Ärgerlich. Ich hab die ganze Zeit schon gedrückt. Ich will dir das Messer. Mann, warum hat das nicht geklappt? Ach, weil ich kein Messer habe. Deswegen natürlich. Oh Mann, ey, wie doof. Simon Mathieu würde ich gerne beim Lies of P DLDU sehen. Ja, aber natürlich. Ja, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Wobei schon der erste Boss natürlich mega krass ist, ne? Ohne Klamotten. Am Ende gewinnt eh Dalu. Ist mein Job. Wie sieht's aus? Bekomme ich jetzt den Bernstein? Da ist ein großes Haus, etwas abgelegen, hinter der Windmühle. Weißt du wo? Ja, sagt mir was. Dann komm zu mir. Ich warte so lang. Helfen wäre vielleicht ganz gut gewesen, ne? Muss man ja auch mal sagen. Okay, wir machen's nochmal. Es ist halt schwer. Wir spielen auf schwer und ist auch gut so. Ach Mann, Glück gehabt. Durch die Tür durch. Ernsthaft? Das war's? Keiner mehr? Eins noch? Alter.
Oh, ist das eine Gemeinheit! Der Lohn der Jagd, ein Smaragd. Habe ich noch hier Muni? Alter, null Muni. Ich habe nur das noch. Ja, ich hätte wirklich die Waffe nicht abgeben sollen, aber man weiß es wirklich immer erst hinterher. Hinterher war es zu schwer. Man muss sich schon fragen, wo muss ich hier jetzt lang am besten? Gut, endlich wieder ein Messerchen. Ich werde die jetzt alle ganz... Stück für Stück werde ich die alle vernichten. Wo kommt der her? Da? Dann gehe ich die andere Seite. Ich kann natürlich die auch nicht töten, aber ich will ja die, diese Edelsteine und so. Für eine Handvoll Peseten lasse ich mir den Hals kneten. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum die das mit sich machen lässt, aber ich habe die Kohle. Das ist das Wichtigste. Scheiße, jetzt habe ich ja wirklich bald keine Muni mehr. Das ist eigentlich das Krasseste daran. Wer bekommst du denn jetzt? MG-Munition, ne? Das wär's jetzt. Du bist ganz schön zäh. Ja, endlich. Schlaf gut.
mit dem allerletzten Schuss, den ich hatte. Ne? Ich möchte, dass ihr das auch euch bewusst ist, wie krass das ist, was ich hier mache. Nee, es geht sicher noch besser, ne? Viel besser, aber das war schon ganz gut. So, haben wir das auch gemacht und das Gold haben wir auch noch. Richtig fett Kohle haben wir gemacht. Oh. Schlechter Tag. Wesker, was verschafft mir die Ehre? Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Finde Luis. Bring mir den Bernstein. Unerwartet fürsorglich von dir. Bleib doch noch. Und hilf mir. Ich bin nicht dein Aufpasser. Und ich bezahle dich nicht dafür, mir zur Last zu fallen. Ich habe keine Verwendung für Inkompetenz. Soll das eine Drohung sein? Mach deinen Job. Ich melde mich. Ada, na endlich! Ich warte schon eine Ewigkeit. Du kommst auch, oder? Ja, tut mir leid. Ich wurde aufgehalten. Bin auf dem Weg. Okay, dann bis gleich. Ciao. Also, wir sind hier. Wir wollen das hier. Wir wollen zum Händler. Wollen wir natürlich auch den anderen Kram noch einsammeln und dann da hoch. Also, was wir machen, ist der Plan, ist folgendermaßen. Kommen wir hier nochmal hin? Nee. Scheiße. Aber gut, wir machen das hier, sammeln alles ein, gehen aber vorher runter und benutzen dann auch den Händler. Ist lustig, weil ich wieder aus demselben Raum, ich komme aus demselben Raum raus, wo ich vorhin schon rauskam. Und diesmal hat mich keiner gegrapscht. So, links rum und dann da lang. Ah, kann ich nicht mehr. Naja, gut, okay. Ihr wolltet es so. Das ist interessant. Man muss also wirklich aufpassen, dass man hier nichts übersieht, weil man es dann nicht mehr wiederbekommt. Na gut, dann gehe ich jetzt hier lang. Wahrscheinlich kann ich... Ja, vielleicht kann ich ja hier. Das ist aber auch noch ein Schatz. Okay, also wir gehen hier auf jeden Fall überall noch hin. Diese Lampe, ja, die wäre jetzt gut. Ach nee. Muss von hier weiter. Ja, ich habe den dritten Talisman noch nicht an den Koffer gemacht. Das kann ich hier aber auch noch nicht. Mache ich dann beim nächsten Dingens. Und ich habe, was habe ich noch nicht gemacht? Den Laserpointer aktiviert, genau. Ah, immerhin. Zwar keinerlei Munition, aber immerhin. Shit. Habe ich denn gar nichts, ne? Ich kann wirklich gar nichts kaufen. Und jetzt auch noch die. Das ist neu. Aber halt nix, ne? Volle Faust.
Hilf mir, Händler! Da hat der Händler keinen Bock drauf, ne? Fremde ist in der Bergvilla, versammelt alle, weckt unseren großartigen Sohn. Ihr kommuniziert mit Graffiti? Ja, das war ein scheiß Anfang. Das war klar. Okay. Das ist fair. Ich hab neue Ware auf Lager. Komm, würfen. Willkommen. Hab seltene Ware im Angebot, Fremde. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremde? Könnte dir das Leben retten. Brauche ich. Dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Brauche ich auch. Besser zu gut vorbereitet. Habe ich recht? Das habe ich nicht immer vorrätig, Fremde. Ja, den anderen Kram kann ich jetzt nicht gebrauchen. Habt ihr ja gesehen, Raketenwerfer, alles geil, aber das bringt jetzt nichts. Ich kann aber auch was verkaufen noch. Goldplättchen in Armreif. Ich glaube, das war's. Ich kaufe fast alles. Ein hervorragender Deal. Dann tunen wir noch. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot. Ach, 30, ne? Wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest du über das Tunen nachdenken. Wir machen jetzt erstmal was anderes. Die Augen nach Waren. Und zwar holen wir aus unserem. Wo ist denn der? Habe ich da eigentlich? Warte mal, was habe ich denn mittlerweile? Ach ja, genau, ich brauche ja die Dinger. Die werde ich gleich mal holen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Vielleicht geht das. Ich habe 0 Peseten, aber ich würde mir gerne hier das Schießpulver noch holen. Ich wollte ja gucken, wo ich meine Sachen verstauen kann. An Aufbewahrung. Ach, das ist beim Schreibmaschinenmenü. Okay. Mal kaufst du aber was. Jetzt haben wir sie alle. Also, auf Pistolen, MP und Flintenmunition. Deswegen werde ich jetzt auch Pistole, MP und Flinte nehmen. Ach nee, das Hilfenrohr ist ja nicht für Gewehre, ne? Genau, ist nur für Gewehre. Den wollte ich jetzt eigentlich, das Messer würde ich gerne reparieren lassen. Ja, ich glaube, das sind die drei Waffen, ne, die ich benutze. MP, Gewehr. Ah, das Ding kann dann auch zurück. Geht leider nicht. Ne. Was ja? Ja, wir haben halt einfach nicht genug Schießpulver, leider. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Koffererweiterung, das ist schwierig. Koffererweiterung. Immer gesagt, ich soll auch die Sniper mitnehmen. Naja, ich habe halt irgendwann, vielleicht nehme ich die Sniper mit und dann auch eine Koffererweiterung. Das ist vielleicht eine gute Idee. Habe ich denn eigentlich mit Munition für die? Nee, habe ich keine. Okay, sehr gut. Seitenlass. Willkommen, Fremde. Also. Wir gucken mal, was was hat, ne? Das war, heben wir uns auf. Das Ding hat 3. Bald auch 3. Das Ding brauche ich auf jeden Fall. 15 und 10. Ja. Langsam verstehen. Gute Idee. Geschmack. Guter Tausch, finde ich. Das Einzige, was ich noch gerne noch machen würde, wäre jetzt das Messer reparieren. Aber das geht wahrscheinlich nicht. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Danke. Ah, 400 noch. Na gut, okay. Ich merke, MP-Munition ist echt nicht schlecht, um sein Geld quasi zu sichern. Oder Ramsch, besten Dank.
Der amerikanische Weg. Geh sorgfältig damit um, okay? Geile Sachen, leider nicht genug dafür. Ich hoffe, du bist mal wieder. Aber das war eine schöne Geschichte bisher. Jetzt haben wir alles. Fremde. Wie lang geht denn eigentlich der DLC? Ich werde den ja heute nicht durchspielen können. Ich werde vielleicht nur eine halbe Stunde spielen, aber habe ich schon so die Hälfte oder bin ich ein Drittel? Ich werde natürlich jetzt gucken, dass ich die sowas hier, wenn ich das anfange, werde ich das natürlich auch zu Ende spielen, aber ich habe ja trotzdem meinen Sendeplan. Darf man nicht vergessen. Insofern kann es gut sein, dass ich mal nicht Tag für Tag das dann hinten noch dranhängen kann. Das wird nicht immer gehen. Geradeaus. 7 Stunden, offiziell heißt es 4 bis 5 Stunden, das halte ich aber nicht für realistisch. Der erste Run, den ich hatte, war 9 Stunden, nicht ganz ein Drittel. Ja, ja, okay, das ist doch super. Also wir spielen jetzt 3 Stunden, haben ein Drittel, also 10 Stunden ist durchaus realistisch. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Also noch 2 Sessions, denke ich morgen und übermorgen und dann sind wir durch. Wenn ich das so sage, ist es nicht der Wunsch von mir, das Ding schnell durchzuholen. Nur ich will das grob einteilen, weil ich ja eben viel vorhab mit dem Schocktober und ich will nicht alles für ein Spiel opfern und ich werde dann halt mehrere Spiele an einem Tag spielen. Was ist denn mit dem? Ich wollte ihm eigentlich das Messer in den Hals stecken, ne? Jetzt habe ich sie soweit. Tschüss! Ah. Hätte wahrscheinlich noch warten müssen. Da wäre noch mehr gewesen. Aber das ist ja toll. Ich meine, letztendlich wollen wir ja so viel Zeit wie möglich mit so einem DLC verbringen. Das ist ja schon traurig genug, dass das Hauptspiel so schnell durch war. Oh, ärgerlich. Das war dumm. Falschen A gedrückt. Und er kommt auch hinterher. Brauchst du Hilfe? Unten ist noch was. Hier wäre ihre Lampe richtig gut, ne? Wenn sie die mal häufiger nutzen würde. Ja, Forastera. Forastera, ich muss euch was erklären. Ah, und du, und du, und du, und du, ihr kommt einfach her da. So. Was war das? Ist das KIZ oder ist das fettes Brot? Ich glaube, es ist fettes Brot aus 1000 Jahren. Ha! Die Pfeife. Pfeife des Wurzelopas. Die brauchen wir nicht mehr. So, wir gehen da jetzt natürlich noch nicht lang. Ne, obwohl. Ja, wir müssten da hoch natürlich, aber wir wollen ja erstmal hier weiter. Also, da will ich noch hin. Moment, da war ich doch schon, ne?
Das goldene Hühnerei. Man sagt, es gäbe ein goldenes Hühnerei. Das Huhn, das dazugehörige Huhn, ist bei der Geburt gestorben. Es ist für eure Sünden gestorben. Scheiße, kein Schlüssel. Mann, ich muss den wirklich mal kaufen. Tja. Damit bleiben wir weiter hier unbefriedigt. Ungesteint. Kann man vielleicht von hier runter hüpfen? Wenn man da reinläuft, kann ich vielleicht auf der anderen Seite irgendwie runter hüpfen. Das ist schon cool, wie es weht, ne? Ah. Es gibt Diskussionen über meinen Satz, dass das Original so schnell durch war. Naja, nein, es war nicht schnell durch, es waren 30 Stunden oder so, aber ich hätte mir halt gewünscht, es geht noch länger. Ich mag halt Resident Evil 4 wirklich sehr und ja, hätte das gerne auch noch weitergespielt, muss ich ehrlich sagen. Aber wahrscheinlich, wenn ihr jetzt in die Videos guckt, war ich am Ende auch zufrieden und meinte, okay, das war super. Aber ich, ja, man kriegt halt dann immer wieder Bock so und dafür sind die DLCs ja dann doch gut, weil es ist ja am Ende eine riesen Schießbude und die Mercenaries sind auch cool so als Idee dahinter, was nur das Ballern angeht, aber ich will dann doch ein bisschen Story und ein bisschen, so cheesy es auch ist, ich will die Charaktere so ein bisschen weitererleben und will wissen, was der Wesker wieder macht, wo er die Brille heute trägt. Und natürlich will ich wissen, was Ada heute anhat. Okay, ich komme da nicht hin. Das ist traurig. Das Spiel haben sie so gemacht, dass man nur nach vorne kann. Na gut. Wie komme ich denn jetzt dahin? Hä? Warum bin ich jetzt auf dem Dach? Okay, müssen wir gleich hinter mir, hier muss ich lang. Da, auf das Dach, ne? Davon. Theoretisch könnte noch ein Louis DC kommen, DLC, wo man seine Perspektive sieht. Ja, das glaube ich auch. Ist möglich. Halte ich auch für möglich. Ich hätte nicht mal was gegen den Wesker DLC oder so, aber der wäre wahrscheinlich overpowered ohne Ende. Aber dann wäre es auch wieder cool. Vielleicht mal, wie Wesker gegen diese ganzen Übermutanten kämpft oder so. Irgendwas auf so einem völlig abgedrehten Superhelden-Niveau. Ich weiß nicht, ob das gut werden würde, aber zumindest wäre das nochmal eine Alternative, die man noch machen könnte. Ärgerlich. Erwischt. Ne? Ist nämlich gar nicht so schlecht, das Gewehr, wenn man es dann bedienen kann. Das Gewehr macht was her, finde ich. Nicht nur im Her. Schade. Das hätte besser laufen sollen. Ich wollte ihm in den Arm schießen, aber er hat nochmal Glück gehabt. Glück im Unglück. Nur explodiert. Hier ist da!
Und man hört schon wieder so Chanting im Hintergrund. Der wird schon wieder... Ja, zünd's an. Oh, besser anzünden, oder? Ärgerlich. Hast du noch eins? Das war's schon. Glubsch. Zum Glück. Kein Item. Deswegen war's doch so schwach. Jetzt hören wir noch was hinten. Ah. Ne? Hätte, hätte Perlenkette. In diesem Fall hat sie es nicht dem Konjunktiv überlassen. Komm, ernsthaft? Komm nicht rein. Kann man das vielleicht irgendwie aufschießen? Ne, durchs Fenster wahrscheinlich. Mann, zu! Und die ist zugenagelt. Okay, dahinter ist noch was, das merken wir uns. Da ist vielleicht nochmal eine Tür irgendwie, wenn man da hinkommt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es unwichtig. Blockieren Sie da gerade die Hütte, in der wir waren, als Leon? Ich weiß es nicht, könnte sein. Endlich mal voll, ne? Sonst denkt man immer, man hat den Koffer umsonst gekauft. Simon, eine kurze Frage. Schau den Stream gerade per Fire TV am Fernseher. Benutze ein Tablet. Tablet für den Chat. Ist gut, dass du ein Tablet benutzt, auf dem Sofa sitzen. Auf der Fire TV habe ich locker dreimal so viel Werbung wie auf dem Tablet. Soll das so? Ich habe nichts gegen Werbung, aber der Unterschied fällt mir gerade auf. Da habe ich, glaube ich, gar nichts mit zu tun. Das kann sein, dass es daran liegt, dass du über den Fernseher oder Tablet guckst, dass Twitch dann denkt, oh, da hat er mehr Bild, dann hat er auch mehr Werbung verdient. Ich weiß es nicht. Geändert habe ich gar nichts. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen würde, einfach so.
Ich hoffe, ich habe genug Muni für alles. Das sieht aus wie eine Ecke, die ein bisschen länger dauern könnte, den Kampf. Das ist ein guter Kampf, macht Bock, das mal so zu sehen. Ah. Ah, jetzt habe ich leider kein, kein Ding jetzt hier. Ein Schuss noch, komm! Ah. Okay, ich nehme an, ich muss abhauen, bevor die Häuser zusammenbrechen. Eieiei, gar nicht gut. Mann! Ich dachte, ich hätte schon. Aber er hat gehauen währenddessen. Oh, komm. Ja, Mann. Katzoing. Nein. Alter. Attack on Titan. Was geht denn hier ab? Das hat geklappt. Hat es? Alter. Oh, oh, komm, kick den noch. Okay, ich mache jetzt mal kurz die Maus. Nur noch Gewehr, ne? Und die Pistole. Ah.
Elefant im Porzellanladen. Haut er ab vielleicht jetzt? Nee. Komm jetzt! Hast du langsam genug? Verlobst. Sag gute Nacht. Wiedersehen. Hey, hast du eine Kippe? Hab ich. Die du magst. Wo ist der Bernstein? Tut mir leid, den habe ich gerade nicht bei mir. Du solltest mich wirklich für meine Arbeit loben. Ich konnte ihn gerade noch verstecken, bevor sie mich geschnappt haben. Sonst wäre ich längst tot. Unser Deal lautete... Wir holen dich hier raus, wenn du uns den Bernstein lieferst. Kein Bernstein, keine Eskorte, Luis. Du stehst aufs Kleingedruckte, was, Ada? Also gut. Ich hol ihn. Was sagst du? Ups. Und es gibt noch was anderes, das ich holen muss. Das war wieder ein Kapitel, ein gutes Kapitel, finde ich. Was hier abschlossene Herausforderungen, Sightseeing mit Kick. Achso, die verschiedenen Dinger. Für den Separates einen Seilpistolenangriff. Okay, alles klar, easy. Gucken wir einfach mal. Den Hut vom Kopf. Nicht schlecht bisher. Kapitel 3, auch in einer Stunde. Das dauert immer recht lang. Dafür sind aber auch eine Menge Gegner da. Aber wenn man jetzt mal guckt, sind das jetzt schon echt 3 gute Stunden mit einer Genauigkeit von 80% und 69%. Habe ich nur wegen dem Meme gemacht, ist ja klar. Hier spielen wir jetzt beim nächsten Mal weiter, wenn es heißt, der Simon metzelt sich durch Resident Evil am Schocktober. Liebe Menschen, danke, dass ihr da wart. Ein weiteres Schocktober-Video findet ihr übrigens schon auf meinem YouTube-Kanal. Das hier kommt dann einen Tag später. Und jeden Tag gibt es bei mir auf Monofficial... Rülpser und was zu essen, aber auch leckeres Wasser von Volvic und was noch? Horrorspiele. Morgen haben wir ein Spiel, ganz im Ernst, Leute, ihr werdet es mir nicht glauben, wie schlimm das ist. Wenn ich euch das jetzt zeige, werdet ihr sagen, ich möchte kurz noch speichern, das werdet ihr nicht sagen. Aber wenn ich euch das jetzt zeige, werdet ihr sagen, oh Gott, Simon, willst du das wirklich spielen? Das Spiel, was wir nächstes Mal spielen und was ihr als nächstes Video dann hier auch bekommt, ist dieses hier. Your Spider. Ein Spiel, bei dem dein bester Freund eine riesige Spinne ist, die in deinem Schlafzimmer lebt. Und die kommt morgen. Viel Spaß.
Okay, hier hören wir jetzt auf. Das ist ein großartiges Spiel. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, ob das lustig ist. Hat auf jeden Fall gute Bewertung und ich mag's. Ihr geht jetzt zu Bonja. Viel Spaß mit Dark and Darker. Und allen anderen wünsche ich jetzt hier viel Spaß mit diesem doch sehr prächtigen Start in den Schocktober. Gerne könnt ihr mich supporten, gerne könnt ihr jetzt diesen ganzen Monat mit mir feiern, auch mal Daumen hoch, auch mal mehr kommentieren, vielleicht als sonst gerne Tipps rein posten, welche Spiele ich noch machen soll. Gerne auch mal auf meine Tagesplanliste gucken bei Twitch und ansonsten alle meine Kanäle abonnieren. Ich habe jetzt so gerade aktuell auf Montauk eine Frame-für-Frame-Analyse von dem neuen Rick and Morty-Trailer. Und das ist ganz lustig, weil ich tatsächlich das nicht jetzt vorhatte oder so, aber dann hat sich das so ergeben und ich glaube, es ist ganz lustig geworden. Ich glaube auch, dass ich mit einigem davon recht haben werde. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Spiel, feiert den Schocktober mit mir und dann sehen wir uns, wie gesagt, wenn ihr wieder mal auf Play drückt, hier bei mir, bei Mon. Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so ein Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich hab's!